Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Die Lichtverhältnisse sind ja hier wieder richtig geil, oder? Ich brauche hier unbedingt besseres Licht. Kommt aber bald, hoffe ich. Aber der Sommer kommt doch bald, dann ist es um diese Uhrzeit noch hell, dann ist auch die Bildqualität um einiges besser. Aber das wird bald eh alles viel besser sein, weil ich mir noch oben mein neues Zimmer einrichte und so. Aber naja, erstmal ein Hallo und herzlich willkommen. Wie schon heute Vormittag angekündigt, wir waren ja heute Vormittag um 10 schon mal live. Kommt jetzt noch eine Runde SSO. So, Jessica 2004 und André 1976. Hi, schön, dass du reinschaust. Also ihr reinschaut. Seid ihr eigentlich immer zusammen im Internet oder wie macht ihr das da? Online Gaming, Sui, hi, wie geht's dir? Und wie geht's euch, ne, Jessica und André? Melanie, Volkel, hi, wie geht's dir? Emily, Candle Quest, hey, welcher Server? Wir sind immer noch auf Server EU4, so wie heute Morgen. Und ja, wenn du möchtest, kannst du gerne in einer halben Stunde dazukommen. Und hallo an die 18 Leute, die jetzt gerade bei Facebook zuschauen. Und ja, ich würde ihm vorschlagen, wir warten mal nicht länger und fangen hier auch gleich schon mal an. Ich habe hier irgendwie die Möglichkeit, Musik ist weg. Sie kommt gleich wieder. Ja, da ist sie schon wieder. So, Sound da sind ein paar. resume. Hallo, hallo, hallo. Ihr seid jetzt automatisch gleich, wenn ihr jetzt redet. Ja, alles, was ihr jetzt sagt, wird für immer und Okay. ewig, bis Artikel 13 kommt, veröffentlicht. Olli, 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 Ja. Olli, Olli, Olli. Ich Das hab den heißt, Schreibtisch. ich darf jetzt auch drüber motzen, dass eine Frau Merkel dem Ganzen zugestimmt hat. Ja, richtig. Merkel, du bist scheiße. Genau, Ja, sie wird Merkel, ich mag dich es nicht. noch bereuen am 23. März, auch wenn es dann schon durchgeht. Obwohl, sie will ja eh sich zurückziehen, ne? Sie hatte denn Ja, damit nichts mehr zu tun? baut er jetzt noch ordentlich Scheiße, damit sie anderes am Ende ausbauen dürfen. Ja. Wie mit den Flüchtlingen. Also bei der Merkel muss ich sagen, teilweise fand ich ja gut, was sie getan hat. Es gibt halt einige Sachen, die sie halt nicht so optimal umgesetzt hat. Alleine Flüchtlingspolitik. Artikel 13. Also es gibt halt wirklich einige Sachen, die jetzt halt da nicht so sind, wie sie halt sein sollen. Aber sie hat es auch auf der anderen Art auch wieder geschafft, dass es sehr wenig arbeitslos. Okay, das wurde ein bisschen umstrukturiert, ne? Dass es da ein bisschen anders aussieht. Ja, die Leute, die in der Maßnahme sind, sind ja dann erstmal vom Arbeitsmarkt Ja, verschwunden. gut, ja, okay. Ja, da hast du recht. Ja. Und ja. Und wenn alle in eine Maßnahme reingesteckt werden, ne, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Ja, hast auch wieder recht. Ja, und wenn man dann nur Lamas spazieren führt, ne? Ja, und für die Leute, die jetzt nicht wissen, um was es geht, einfach nur Hashtag nie wieder Sido. Nein. Muss jeder selbst wissen, was er Olli. wählt. Ja? Wie lange hat man Zeit, da zu beweisen? Wenn du jetzt was kaufst, Ja. die wollen es am liebsten gleich in wenigen Tagen dann haben. Ja, also langt es dann theoretisch, genau. Also im Normalfall ist es so, dass sie es immer innerhalb von wenigen Tagen dann haben, bestimmt für Konto. Und es kann auch schon sein, dass sie nach 3, 4 Tagen fragen, wo bleibt es denn? Was ist? Nein, Meme ist über zu deiner Überweisung, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt auch jetzt mit Zahlen gehen kann, um so überhaupt Daten zu kriegen. Das kannst du schon machen, weil dann bekommst du nur eine Informationsmail mit den Bankverbindungen und so weiter, falls du es auf diesen Weg machen möchtest. Ja, anders geht's nicht auf PayPal, habe ich viel zu wenig Geld. Bezahle. Ja, okay, ich weiß ja nicht, was dein PayPal-Konto so sagt. 10 Euro irgendwas. Olli, wann Ups. wolltest du anfangen? Also, ich stehe noch bei Mali. Ja, Von heute du bist Morgen, schon aber. online oder was? Ja, wir sind schon live, online, alles, ne? Na du. Aber Und ich, ich mein. komme mal nach Moorland. Online Gaming schreibt: gut dir, habe meinen Test wiederbekommen. Rate mal. Du hast eine 1, schreibt Jessica 2004 und André 1906. Bei euch sehe ich immer nicht durch. Wer ist jetzt eigentlich am PC? Ihr könntet nicht durchgehend immer beide am PC sein, oder? Melanie schreibt: bestimmt eine gute Note. Eine 1, glaube ich. Wenn nicht, trotzdem gut. Ich sag eine 2,2465. Und bei 2,4 rundet man ja noch in dem Falle ab. Das heißt, auf 2. Und hi Lena. So. Wir haben jetzt schon mehr Zuschauer als heute Morgen um 10. Ich bin Komischerweise. ja da. Du bist da? Ja, ich bin da. Jeder mag mich. Warst du Hallo? heute Morgen nicht auch da?
bin gerade am Überlegen. Heute Morgen warst du doch auch da, oder? Ja, heute Morgen war ich auch da. Ja, ja. Du warst in Teamspeak gekommen. So, ja, Olli ist da, der wird bestimmt gleich zu mir mit Schellen kommen, bis auch Quatsche. Und dann hält nur noch Olli gegen den Livestream Channel. Ja, weil ich war da schon zu spät. Ich wollte eigentlich schon um 7 Uhr heute Morgen wach sein. Ich sag noch zu Tanja, soll ich ihn wecken? Soll ich ihn mal anrufen? Ja, das Dumme ist, dass ich mein Handy mal auf lautlos habe. Das Einzige, was bei mir durchkommt, ist Wecker. was mache ich jetzt eigentlich für Rennen? Fangen wir mit dem Rennen an. Ich habe ja schon alle Rennen gemacht heute. Fast. Aber ich würde gerne mein Pferd auf Level 15 bekommen. Aber das klappt, glaube ich, erst beim nächsten Stream. Wendmühle, glaube ich, habe ich auch gemacht. Ja, und ja, ich auch. Ist ja noch die neue Questreihe da. Ja, das ist ja das, was wir hauptsächlich heute machen, ne? Ja, danach können wir noch ein paar Rennen starten. Ja, dann komme ich jetzt erstmal nach zum Heimatstall nach Moorland. So. Lani SSO Girl, eine Frage. Und bin auch Server 4, aber kann nicht on. Welches Level bist du? Sieht man das da oben? Da oben, glaube ich. Ne? Da oben sieht man das, glaube ich. Level 18. Und das Pferdchen ist Level 14. Und schön, dass du reinschaust, Lani SSO Girl. Endlich mal ein paar Zuschauer auch bei Twitch. Wenn ihr noch andere Leute kennt, die Twitch haben, ja, und auch gerne SSO sich anschauen. Bei Twitch sieht es bei uns mal ganz schlecht aus. Die meisten Zuschauer haben wir bei Facebook und bei YouTube. wenn ihr Lust und Laune habt, dürft ihr auch gerne bei Twitch das an Freunden weitergeben. Das ist die Tanja? Ach, wir stehen gar nicht neben Tanja. Frechheit. Obwohl, ich habe eher Bock jetzt nicht. Wir stellen uns jetzt neben sie? Nicht in. Also, ich wollte es eigentlich so in ihr rein. Also. Nein, wir stellen uns jetzt neben sie? Ah, ne, schade. Ich sag nichts. Sie hat angenommen. Ah, so ist das. Oh, komm, weil da außen steht. Rechts von dir. Lena! Wieder Club los? Ich gehe jetzt Lena besuchen. Ich muss ja mal Hallo sagen. Hallo Lena. Na? Du bist so clublos. Aber ich mache dir keine Clubanfrage mehr, du gehst eh wieder raus. Ach ja. So, und wie lange bleibt die Quest mit der Spinne? Also ich schätze mal mindestens eine Woche ist ja klar, aber ich vermute mal, das ist jetzt nicht irgendeine besondere, ich vermute mal mindestens 2 Wochen, oder? Gehe ich jetzt zumindest von aus. Und Sui, herzlichen Glückwunsch zu deiner 1. Wahrscheinlich mehr, weil vielleicht ein paar Schule hatten. Ja, richtig, jetzt sind ein paar mehr, weil heute Morgen war halt wirklich Ferien, haben kaum welche. Wenn waren halt Leute da, die krank waren, ne? Ja, also, was? Und wie lange bleibt die Quest? Achso, die Frage hat man schon. Ja? Olli? Kann ich dich kurz was fragen? Ja, natürlich. Kannst du dich kurz muten im Stream? Können theoretisch schon. Aber es müssen ungünstig, weil alleine fürs Muten müsste ich die ganzen Chatfenster wieder. Oder ich habe eine andere Idee, was hältst du davon? Kriegst per WhatsApp. Ja, richtig. Mach mir eine Sprachnachricht per WhatsApp, das ist leichter, mein Mikrofon kurz zu muten vom Headset. Achso, okay. So. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal. Scheiße, ich habe nicht mehr warte. Rennen. Ich sollte von Kevin liebe Grüße sagen, du siehst fett aus. Ach, schon wieder? Dick, wenn du so nachher. Aber hey, habt ihr schon mein T-Shirt, mein Pullover gesehen? Da steht nämlich. Nein, ich weiß keine Werbung. Was machen wir jetzt? Wo ist Tanja? Was macht sie überhaupt gerade? Ach so, Essen bestellen. Ruft sie dafür an? Geh ich mal von aus. Das ist so total altmodisch. Lieferheld, letzte Bestellung auswählen, neu absenden, fertig. Sehr eintönig. Ja, das geht viel schneller, weißt du, als da anzurufen. Dann hast du jemanden dran, ihre Bestellung, bitte. Weißt du, und dann, ja, ich hätte gerne die 43. Die 3 für was? Also, ja, und am Ende willst du italienisch bestellen und kriegst saudi-arabisch geliefert. Okay, das war jetzt asiatisch in dem Falle, ne? Ja, hast irgendeinen am Telefon, den du eh nicht verstehst. Da eine ganz lange Nachricht, ich muss mir noch vorlesen.
Und bin erst Level 17, aber kann nicht nach Epona. Bin gerade bei der Quest, wo ich Gretchen und morgen ist es das letzte Mal mit Gretchen. Sorry, wenn ich falsch geschrieben habe und nerve. Du nervst nicht, ich find's schön, dass Leute im Chat schreiben. Ja, du wirst nicht so langweilig, ne? Also, ihr dürft immer gerne fleißig im Chat schreiben. Ich werde alle Fragen zu SSO beantworten, wenn ich es beantworten kann. Genau, richtig. Servus, und da bin ich. Gut, losreiten. Was? Wo müssen wir? Und überhaupt. Wo müssen wir hin? Ihr hättet doch schon mal gucken können. Ach nö. Doch. Ach nein. Aber ich kenne den Weg, Olli. Ah, du kennst den Weg. Ich gehe auf Folgen, ja? Ja. So, ich bin auf Folgen. Ach ja. Aber hier gibt es Gott sei Dank keine Ports, wo man durchlaufen muss, wo man danach vom Server fliegt. So. Und keine Runtime-Errors. Ach nee, die haben sie ja gefixt. Stimmt, das Spiel startet sofort neu. Junge Harry. Ich bin nämlich krank. 5 mit mir, was? Ich kann. Wenn ich Uli nicht verlieren will, 5 mit mir von 23 sind aus meiner Klasse krank. Ach, 5 mit mir aus meiner. Ja, okay, von 23 5 krank, das geht noch. Wir hatten schon mal 50% Krankheitsquote bei uns auf Arbeit, wo die Grippewelle so das erste Mal losging. Wo reiten wir jetzt überhaupt hin? Auf Epona. Ach, das ist wirklich ein Epona? Ja. Oh. Also kommen doch einige Leute nicht hin, das ist ja dann total beschiss. Lani SSO Girl, dann dauert es nicht mehr lange, weil wenn du jetzt Level 17 bist, ich bin glaube ich auch mit 16 oder 17 nach Epona gekommen. Dann kannst du noch mal, wenn du soweit bist und die Quest hast, kannst du nachgucken, wie wir das gemacht haben. Richtig, dann hast du ein. Bleibt die Quest, ja? Was ist solche Quest, die durchgehend bleibt? Weiß ich nicht, aber. Ja. Ja? Die bleiben, ja. Ist es das mit den Spinnen? Ja. Mhm. Das mit den Spinnen bleibt immer. Siehst du, da haben wir schon eine Frage beantwortet. Also, Lani, weißt du Bescheid? Die Quest wird dauerhaft bleiben. Das heißt, du kannst sie auf jeden Fall machen, sofern Epona bei dir geht. Genau, sobald das funknobelt. Funknobelt? Und schon haben wir wieder eine Frage beantwortet. Und hier schreibt Patricia: Hi, wie geht's dir? Schön, dass du zuschaust. Spielst du auch SSO? Und wenn ja, wie viele Pferde hast du? Welches Level bist du? Welches Level sind alle deine Pferde? Und hier ist gerade Spirit an mir vorbeigeritten. Ich muss. Nee, das war ich. Nein, das war ich. Spirit kann doch nicht an mir vorbeireiten. Ich dachte, ihr passt auf. Hab ich doch. Ich hab doch gesagt, das war ich. Nee, aber das ist wirklich gerade Spirit an mir vorbei. Ja, ich hab ihn noch gesehen. Ich bin ein bisschen überdreht heute, ne? Weil das ging heute alles so schnell. Der Heimweg, der war eine Katastrophe. Ist wie immer. Ja. Wie geht's, Nala? Was macht sie? Was treibt sie? Ist sie artig? Na, hast du das Foto gesehen? Sie ist mittlerweile ziemlich stark geschminkt. Nee. Ja, Haare gekriegt. Ja, die sind ein bisschen gewachsen. Und gar nicht mehr so bläulich. Ja, die Haare. Ja, da ist noch ein bisschen so ein Grüntouch drin, hat sie gesagt. Das muss noch rauswachsen, richtig? Okay. Hier war ein Kreisverkehr, ne? Wir hätten einmal reiten müssen. Rumfahren? Ja, ist mir danach auch aufgefallen. Ja, ich hab nicht geblinkt, also. Sie holt sich jetzt übrigens, sie plant jetzt dieses Jahr, sich noch eine Kutsche zu holen, ne? Für ihr Pferd. Warum stehen wir denn eigentlich hier? Ich revidiere meine Aussage, von wegen, ich kenne den Weg. Aha! Okay. Ich dachte schon, was. Ich hab den doch sonst immer gefunden. Ich weiß ja nicht, wo du genau hin willst. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Du hast zu sonst dem Prof? Ja. Ah, da müssen wir uns links halten. Du sagst, ja, du hast ihn doch sonst immer gefunden. Die Quest gibt's aber erst seit gestern, ne? Nein, aber ja, den Prof. Professor. Ach so. Professor. Jetzt. Oh. Ich hab mal kurz einen Baumstamm mitgenommen. Holzbrücken, ja. So, Nala will sich also eine Kutsche holen. Finde ich gut. Ja, solche mini-kleine Variante. Sulki, oder was? Keine Ahnung, irgendwie, wo du hinten auch draufstehen kannst und vorne dann zwei Leute. Hier regnet? Irgendwie so ganz komisch. Es regnet. Bindfäden, aber nur beim Professor. Ich es regnet. Nass. Mach mal das Zelt auf. Denkst du, das ist noch trocken? Von innen aber vielleicht, hoffentlich. In dieser Quest wimmelt es von Spinden. Wenn du diese Quest weiterspielst, tauchen überall auf Jorvik-Spinnen auf.
spiele diese Quest nur, wenn das ist, du damit das ist, kein Problem hast. Das ist mir jetzt zu hoch. Das ist doch was für Nettie. Aber das ist mir zu... Moment, ich muss nochmal den Text durchlesen. In dieser Quest wimmelt es vor Spinnen. Wenn du diese Quest weiterspielst, tauchen überall auf Jorvik Spinnen auf. Ach, jetzt macht's wieder Sinn. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Spiele diese Quest nur, wenn du damit kein Problem hast. Alle, die jetzt Angst haben vor Spinnen, ihr solltet jetzt euch... Da vorne ist schon irgendwas. Ja, da passiert jetzt aber noch nichts. Inspizieren. So. Wir hatten von euch alle Spinnenangst. Oh, da sind wieder drei neue Nachrichten. Oder Angst kannst nicht, du mal bei dem Kanal von meiner Twin und mir, bei Juni und Lani SSO... Okay, danke. Wir machen am Samstag, also übermorgen, Abend, schauen wir uns generell Kanäle an. Ja, also wenn ihr da auch mit bei seid. Dann kopieren wir sie. Nein, hallo? Emily, Candy Quest, bin wieder da. WB. Und hast du noch Platz auf deiner Freundesliste? Ich heiße Lana Masterschild. Oh Gott, sind die süß. Das ist immer unterschiedlich. Manchmal habe ich Platz, manchmal nicht. Also manchmal gehen welche aus der Freundesliste raus. Die war schon sehr oft voll, aber einfach mal eine Anfrage schicken an Leonie Pineland. Steht ja links oben, wie ich heiße. Netti, guck dir den Stream nachher bitte an. Ja, so eine Spinne will ich auch haben. Die sind ja mal süß. Ja, ihr seid ja schon wieder um einiges weiter als ich, ne, weil ich hier die ganze Zeit... Ja, du redest und redest und redest. Ja, nee, ich naja, den Chat redest vorlesen. Redest und redest. Ich find's schön, dass da Leute schreiben. Dann bin ich gerne ein bisschen langsamer. Finde Material um ich kann, Zufluchtsort. Ich kann das ja nicht annehmen. Was ist jetzt? Ach du Scheiße. Vor dem Sturm zu bauen, okay. Meine kleinen Spinnen. Oh, das sind Spinneneier. Die sind süß, ne? Oh, ganz viele schöne Farben. Ja. Als nächstes kriegst du bestimmt eine Spinne in der Satteltasche. Ja, das wäre doch mal das was. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Frösche gab's ja hier auch schon. Guckst du die Kanäle auf Twitch? Ach nein, nein. wie gesagt, wir schauen dann wir schauen dann uns sämtliche Varianten an. Entweder Livestreams, Videos, egal ob YouTube oder Twitch. Ich werde da auf beiden Varianten sein. Facebook eher nicht. Facebook sickt ja manchmal ein bisschen und sagt, nee, das darfst du aber gar nicht. So. Oh, der böse Tornado. Macht ihr jetzt ein Rennen oder was? Das sieht aus wie ein Fliegenschiss. Nee. Ich muss hier nochmal was machen, ne? Ich muss nochmal hier rumlaufen. Ja, das sieht aus wie Fliegenschiss. Oh, Bild ist weg. Oh, Tornado. Jetzt weiß ich, warum es regnet. Ich heiße eigentlich Mila und ich liebe dieses Livestreams. Welche denn diese? Meinst du meine? Wenn ja, vielen Dank. Ich mache bessere Livestreams. Und dass du Mila heißt, das ist ja logisch. Das zum Thema Werbung, ne? Ich sage jetzt nichts, Franzi. Nein, steht da. Ja. Nein. Jetzt müssen wir die Spinnen suchen, ja? Nee, den Prof. Da steht er vor mir. Entschuldigung, Mini. Bogencheck an Katze. So. Glück ist vergänglich. Ben und Ali, oder und Ali, hi, wie geht's dir? Bin gleich wieder da. Mann, der ändert es immer. Wer ändert es? Ja, bis gleich. Was? Aber wie gesagt, derzeit ist es noch nicht genehmigt, dass man irgendwelche Kanäle und so weiter in den Chat schreibt, ja? Das ist halt wirklich Samstag meine Ausnahme, dann machen wir es mal. Weil vielleicht gibt es tatsächlich Kanäle, die uns gefallen würden, die wir aber nicht kennen. Und das kann sich dann ändern. Ich kannte bis vor kurzem zum Beispiel Windprinzessin nicht, ja? Als Beispiel jetzt, wo einige von geschwärmt haben. Oder May zum Beispiel, May Notcake, kann ich vorher auch nicht. Und mittlerweile haben wir regelmäßig Kontakt miteinander. Ihr seid einfach abgehauen. Ich finde euch nie wieder wahrscheinlich. Obwohl, das ist bloß den Weg lang reiten, ne? Ja. Oh, ich bin hier irgendwo angekommen. Was? Tanja, oh. Wenn du dasselbe hast wie ich, sag Bescheid.
Bescheid. Sprich mich nicht an. Ich versinke in meinem Leid. Ich kann die Babyspinnen für dich finden. Es tut mir leid, dass ich dich ich kann die Babyspinnen natürlich für dich finden. Moment, ist das dein Ernst? Ja. Dir ist gar nicht bewusst, wie aussichtslos das ist. Alberta hatte 100 kleine... Oh, Alberta, der typische Spinnenname, oder? Hilflose Babyspinnen. Und der Sturm hat sie in all die letzten Winkel von... Der Stream verzögert sich um wenige Stunden. Und Franzi macht hier Werbung. Okay, Franzi ist Mod. Franzi darf das. Obwohl, kann ich Franzi jetzt bannen? Er wird, dass ich für dich Werbung mache. Ach, das ist ein Link von mir? Ja, das ist vom aktuellen Livestream von dir. Achso, wie heißt dein YouTube-Kanal? Ja, sorry. Nein, Franzi. Ich dachte, du hast jetzt Werbung für dich. So. Wir müssen jetzt Spinnen suchen. Ja, das sieht aber dünn aus. Maximales Limit von Jorvik. Spinnensammlung. Eine neue Sammlung wurde hinzugefügt. Ich habe jetzt hier schon ein Herz. Ich muss meinen Ruf verbessern, eindeutig mal hier, ne, in der Gegend. Ja, Herz habe ich aber auch da. Ja, ja, wir haben... Wo ist Tanja jetzt? Die steht... Ich bin hier. Irgendwo. Wo müssen wir die jetzt suchen? Also beim Essen... Ich gucke gerade, ich weiß es selber noch nicht. Ja, überall in Jorvik, das heißt, die können wir jetzt überall finden, ne? Überall, wo wir rumreiten. Ja, es ist unter verfügbar, aber nicht unterlaufend. Ja, weil das wahrscheinlich solche Dauerquest ist, so wie mit den Valentinsbriefen, die kannst du machen, wie du Lust hast. Also das würde ich jetzt sagen. Und die sind ja in komplett Jorvik verteilt, das heißt nicht nur hier in der Gegend, sondern überall. Jedem Dorf eine so ungefähr. Ja, dann fangen wir doch mal... Wir könnten uns ja nach Morland abschleppen lassen und dann von dort an alle Orte durchgehen. Chronologisch. Chronologisch, ja. Ja. Das heißt, damals haben wir angefangen in Morland. Dann sind wir irgendwo nach Fort Pinter gekommen. Was? Ja, okay. Dann machen wir es nicht zu. Doch, nein, die Idee war gut. Hi, Mimi. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und Anni, hi. Und ja, das war's jetzt erstmal. So, wo müssen wir hin? Ja, abholen Moorland oder nicht abholen Moorland? Ja, dann müssen wir uns abholen lassen. Ja, nee, das ist eure Entscheidung. Ich will jetzt nicht irgendwas sagen. Ne? Ich bin Moorland. Ach, ist das herrlich. So, ich trinke doch ein bisschen. Das habe ich mir extra vorhin noch gekauft. Ja, Ananas Mango. Okay. Die hatten sogar noch Hackepeter da, ne? Aber ich war total gefrustet, dass sie keine Brötchen bei der hatten. Also habe ich sein lassen. Nee, dann würde ich auch keinen Hackepeter mitnehmen. So, und wo suchen wir jetzt? Einfach mal in der... Ich reite jetzt mal direkt im Dorf. Ja, ich hab mal hier den großen Reitplatz, aber... Ach so, okay. Ich sehe nichts. Ich reite mal nach Frau Hollywood. Holzwurst und wie sind die alle? Kommt hier auch zu, sowas wie bei den Liebesbriefen und so? Solche Meldung, ja, hier in der Nähe ist was? Weiß ich nicht, wer von euch hat das denn schon gemacht? Richtig, könnt ihr uns Tipps geben? Lena schaut zu. Lena, du weißt doch immer alles aus dem Kopf. Lena, sag mir mal alles dazu. Er hat schon alles erledigt. Sie kann uns wahrscheinlich sagen, wo alle Spinnen sind, was sich alles zusammen hat. Also, würde ich ihr zutrauen, ja? Sie kann ja auch alle ihre Pferde. Übrigens nochmal, Hut ab, ja, dass du alle Pferde aufsehen konntest mit Namen. Ich habe mit meinen Pferden sogar Probleme. Ja. Wenn ich mich auslogge, habe ich den Namen von meinem Pferd vergessen. Nee, da wo ich meinen Hinterteil drauf platziere, den Namen weiß ich. Uli, ich dachte, du stehst hier, aber die Person heißt Alex. Das bist du gar nicht. Hat das gleiche Pferd wie du. Das Pferd, was ich habe, wusste ich nur, dass das mit Red anfing. Weil es so einen rötlichen Touch hat. Ja. Mein Anfangspferd weiß ich noch. Weil mein Anfangspferd, da war es ja wirklich solche Sache, das würde ich so ungefähr benennen wie der Server. Das heißt auch Strawberry Desire oder so heißt es, glaube ich. Also hier im Moorland finde ich nix. Also ich glaube, das war's dann heute mit dem Stream. Was meinst du, Olli? Oh, ich habe einen Stern gefunden! Oh mein Gott. In Moorland, ja.
Na, hier an der Wind, hier am Windmühle, sag ich schon. Hier am Leuchtturm. Hinter dem grünen Leuchtturm ist ein Stern. Wollten wir nicht im Moorland nach Binnen gucken, aber okay. Naja. Halt mal nach Pizza. Pizza oder Stern? Pizza? Ja, Pizza. Ist ja die Richtung. Hat schon einer den Dings abgeklappert? Den Strand? Nein, ich bin jetzt. Oh. Sarah Schmöckentheim ist bei mir. Ja, Luna Schleich, hi, wie geht's dir? Also auf jeden Fall schön, dass ihr alle reinschaut, ja. Sarah hat sich ja eben eingeloggt. Ah, Hilfe. Und nur so Info, wenn ihr öfter, also wenn ihr auch SSO-Fans seid und ihr möchtet, also wir sind euch eigenermaßen zumindest sympathisch, dürft ihr auch gerne den Stream Luna, liken, followen. Was? Oh, sorry, ich hab ja mitbekommen, dass du gesprochen hast. Entschuldigung. Ja, nee, sorry, ich bin sehr, ich falle immer sehr, total selten auf, ich weiß. Nö, rede ruhig, ich bin ruhig. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee, darfst aber. Tessie 07-2001. In Jasper, alte Hütte ist eine. Danke, Tessie. Wie kommen wir da hin? Ich bin kurz AFK. Wie kommen wir zu Jasper? Wo war Jasper nochmal? Da, wo der grüne Leuchtturm ist, die Hütte. Ach, da war ich doch. Wieder zurück. Danke, Tessie. Und schön, dass du reinschaust bei Twitch. Wie geht's dir? Gut, euch ja auch, danke. Anstrengender Tag heute gewesen, zumindest der Rückweg vorhin. Aber ich hab's überlebt. So, bei der Hütte von Jasper ist eine Spinne. In eine drin vielleicht. Ja, gehe ich auch mal von aus. Aber im Dachboden bestimmt. Aber warte mal, da vorne ist das Häuschen. Ich guck mal ganz kurz, ob hier auch was ist. Weil Friedhof ging, passt doch eigentlich auch so spinnenmäßig, oder? Ja, ich habe eine Spinne gefunden! Vorm Friedhof! Moment. Vorm Friedhof bei Moorland. Glaub ich zumindest. Nee, hat sich erledigt, mein Pferd hat bloß geleuchtet, weil es sich verwandelt hat. Soll denn hier eine Spinne sein? Ist die in der Hütte oder drumrum? Was ist die Frage? Also ich hätte jetzt gedacht, so ein Friedhof passt, dass auch mal eine Spinne ist, weißt du? So Gruselfaktor und so. Ja. Gut, danke. Ja, das ist so schön, dass es dir gut geht. Da ist das Häuschen. Nicht, dass sie wieder. Wir müssen rein wir müssen in die Kirche rein. Kirche? Was für eine Kirche? Meinst du jetzt doch da, wo ich war? Auf dem Friedhof? Hier vorne ist doch so ein Friedhof, da ist doch so ein kaputtes Kirchending. Ja, das Hütte ist ja hier. Ja. Haus des alten Jasper. Vielleicht meinte sie ja damit die Kirche hier. So, wieder da. Kirche. Ja, das ist nicht mehr, das ist mehr eine Ruine. Also hier ist schon mal nix. Du bist jetzt hinten am Friedhof. Also Jasper hatte zwei Farben. Odette, ja? Guldarm, SSU, danke für dein Follow auf Twitch und schön, dass du reinschaust. Also sie hat ja gesagt, alte Hütte. Also ja, also alte Hütte ist ja eigentlich Jasper direkt, ne? Also, Jaspers alte Hütte, das ist, wenn man von Moorland nach Pinter reitet, genau die Grenze. Ja, da war ich ja gerade. Und da drinnen auch? Ja. Okay. Soll hier eine Spinne sein? Ich glaube, sie verarscht uns gerade, ja, und lacht sich gerade kaputt. Ja, ich glaube das gerade und läuft da die ganze Zeit rum. Nein. Aha. Die leuchten ja noch nicht mal. Wie jetzt, dein Ernst? Hast du eine gefunden? Ja. Draußen oder drin? Friedhof. Doch, Friedhof. Aber ich weiß doch, wie heißt die denn da? Die... Ah, das, ja, ist, das ist richtig beschiss, wenn die nicht mal leuchten. Ich guck mal kurz in der Hütte. Obwohl es eigentlich vom Logischen her könnte ja gar keine drinne sein. Ich kann mal kurz da. Mary heißt die, genau. Die Spinne oder was? Nein, das Mädel, die hier am Friedhof steht. Guck mal hier, Tanja. Ja. Ja. Siehst du die auch? Die Spinne ist bei Jasper oben, die sitzt auf dem Spinnennetz oben. Ah! Habt ihr gehört? Nee, nix. Ah, doch, da krabbelt sie an der Wand. Ja, Spinnennetz Jasper, wir sind hier gerade am Friedhof. Ich habe keine Ahnung, wie wir runterholen. Da, ich habe sie gefunden. Denn. Nee. Hier sind einige Spinnennetze. Ist das eine Spinne? Nee.
Ach, da ist die Spende, ich habe sie gefunden, bei Jaspers Haus. Danke dafür. Ich komm da gleich nochmal zurück. Oh, das ist aber richtig. Ja, das ist wirklich fies, dass sie nicht leuchten, oder? Mhm. Olli, du bleibst jetzt mal bitte da. Ja, ich bleib jetzt genau bei der Spinne stehen. Spinne. Hey, du musst Anlauf nehmen und springen. Ich hab die Nummer 4. Du hast ein. Wie die Nummer 4? Ja, die werden im Sammelheftchen angezeigt. Verzeigt. Das Sammelheftchen finde ich nochmal unter entdeckte Dinger. Sternchen. Olli, wo bist du? In Jaspers Hütte drin, oben, auf dem Dachboden. Ach so, hier wahrscheinlich. Welchen Part von Bitte schneiden haben die nicht verstanden? Warst du jetzt schon da? Ach ja, Uli war da. Ja. Tanja, geh mal rein, wenn du da bist. Was wär ich? Ja, ich hol mir mal die andere. Fabi, hi, was dein Ernst? Gut, danke, musst rein in die Küche. Ja, die Spinne ist an der Wand beim Rausgehen. Okay, dann guck ich mal gleich weiter. Ganz kurz. Also die bei Jasper haben wir schon mal. Und da war auf dem Friedhof auch nochmal eine, ne? Ja, da weiß ich auch, wo sie sitzt, aber man muss dagegen springen. Ja, ich hab genau in der Diagonale da mich hingestellt. Und bin mit Anlauf und Springen und hast du nicht gesehen. Mhm. Also, hab mich quasi bin an der Wand geklatscht. Aber die würde man doch niemals so alleine so finden, Leute, oder? Guckt mal ins Buch rein. Ja, ich hab Nummer 4 und ihr habt jetzt beide. Guckt mal ins Buch rein, das ist so ein bisschen unterteilt wie in wie mit den Sternen. Ja. In Fort Pinter gibt's 5, in Fiergrove gibt's 10. Ach, da 10. ist eine Spinne. Muss ich da wirklich hochspringen, ja? Um da ranzukommen. Das ist also wie mit den, Aber die Sterne leuchten zumindest, ja? Ja. Du hast eines von Albertas Kindern gefunden. Genau, Albertas. Nicht Albertas. So. Rate mal, was ich heute gemacht habe oder gemusst. Oh, ich hasse solche Rate. Sag mal was. Was hast du denn gemacht? So. Gut, 2 haben wir schon mal. Ja, wo fangen wir jetzt an? Fort Pinter oder Moorland? Also ich habe noch nicht den bei Jasper, weil ich hier nebenbei mit der Pizza noch beschäftigt bin. Sorry. Dann komm mal mit, Tanja. Moment. Ich wollte mal kurz gucken. Ach, das war Ruf. Man findet das im Dings drinnen, ne? Entdeckte Bezirke. Boah, sind die knauserig mit dem Schinken. Ich finde jetzt nur die entdeckten Bezirke. Wo finde ich denn jetzt nochmal? In dem Buch, wo auch die Sterne und Erfolge. Ach so, das Ganze. Warte mal, wo finde ich denn mal das Buch? Das Sternchenbuch rechts. Über dem Handy. Ach, da war das. Ja, jetzt hab ich's. Supi, danke. Ich hab 4. Wie, du hast 4? Also, Fort Pinter habe ich eine. Von 5. Morland habe ich eine Nummer von 5. Hat er wahrscheinlich. Ja, und Morland habe ich die Nummer 5. Da fehlen mir also noch 1. Das heißt, in Morland gibt es alleine 4 Stück. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Der Stream geht übrigens bis morgen früh wahrscheinlich. Wir machen heute alle Spinnen, würde ich sagen. Oh wei. Was denn? So, jetzt hole ich mir erstmal die andere Spinne. Genau, kommst du mal rein ins Häuschen, ich stehe schon da. Das sind insgesamt 100 Spinnen. Das schaffen wir doch. Ja. Die Rede ist nur, oder die Frage ist nur, wann. Wir haben schon 2 von 100. Ja, schon. Luna fragt, ist das okay, wenn ich wieder bei dir mitreite oder bei euch? Natürlich ist das okay. Da musst du gar nicht fragen. Ich reite mal los. Ja, ich bin jetzt in Jaspers Dingsbums. Guck mal, ich stehe vor so einem Spinnennetz. Und für die Leute, die sich jetzt gerade wundern, warum ich jetzt hier gerade Nachrichten vorlese, die ihr vielleicht gar nicht seht. Wir sind live bei Facebook, bei Twitch und bei YouTube gleichzeitig.
Auf YouTube heißen wir Klarsichtfolie, ganz normal. Auf Facebook auch. Und bei Twitch heißen wir Klarsichtfolie LP. Und ich gucke jetzt mal tatsächlich nochmal hier am Dings. Kann die nicht greifen, obwohl die Hand weiß ist. Okay, dann versuchen wir aus dem anderen Winkel. Mhm. Aber die ist richtig groß eigentlich, ne, im Dings. Da wo du gerade bist. Jetzt. So, ich würde vorschlagen, wir durchsuchen jetzt einmal komplett Fort Pinter. Da wird im Dorf sicherlich auch was sein. Oder Moorland. Meine ich ja Moorland, sorry. Dass wir einmal komplett. So, erstmal Championat absichern. Oh. Anja, wie weit bist du? Wo bist du? Ich reite Richtung Moorland. Ja. Reite jetzt gerade mal Richtung Schmied. Aus meine Idee. Ich habe noch eine weitere Idee. Da gehe ich jetzt hin. Okay. So, dann guck du mal hier. Championat ist safe. Da ist nichts, wie es aussieht. Blöd ist ja auch, es wird jetzt langsam dunkel hier, ne? Vielleicht leuchten die in der Nacht. Das wäre wieder der Vorteil. Fabi schreibt, ich musste einen Abdruck beim Kieferorthopäden machen lassen, weil ich am 21.03. eine Zahnspange bekomme und vielleicht gleich fest. Ja, okay. Oh, viel Spaß damit. Oha, okay. Dann bin ich aber gespannt, wie du klingst, wenn du MTS oder so bist. Ich habe die Spinne gefunden. Aha. Bei Frau Holle an der Wand. Ich bleib hier mal stehen. Bei Frau Holle an der Wand. Ja, also am Haus, an der Hauswand. Bei Frau Holzwurst. Rechts vom Gebäude. Ich habe gerade durch Zufall einfach mal da reingeklickt, ja, und hatte, da stand auf einmal, du hast eine Spinne gefunden. Ich habe sie gar nicht gesehen, ja, also ich muss mir das im Nachhinein nochmal anschauen, den Stream. Boah, ist das fies. Im Efeu sitzt sie. Ja. Und das ist noch eine grüne. Mhm. Hast du gefunden, ja? Ja. Ich habe versehentlich reingeklickt und da stand auf einmal, du hast eine Spinne gefunden. Okay. AGW, schlecht. Gehen ja nur noch 97, wa? Läuft. Ja, ich würde sagen, die Leute, die noch wissen, wo was sein könnte. Genau. Hier ist eine kleine Info. Genau. Quält uns nicht. So, ich komme. Ja, ich komme und ihr haut ab. So, links vom Haus? Ja. In dem Efeu drinne. Wenn du sie nicht siehst, einfach raufklicken. Ja, ich klick schon, wie doof. Links vom Haus das Efeu. Wenn du vor dem Haus stehst, rechts. Sorry. Wenn du vor dem Gebäude stehst, rechts. Und das auf der linken Seite, also vom Gebäude halt, hast du da halt. Ja, hab sie. Super. Ja, 97. So. Ist hier was? Hier ist eine Spinne! Hab eine Spinne gefunden. Oh, Olli, wo? Vorhof von da, wo wir damals angefangen haben in Wallet. Und danke, Luna, du hast da so ein leichtes Anzeichen gegeben. Da habe ich eben gerade geguckt. Da ist was. Hast du jetzt eine Spinnhinne gefunden? Hier, wo wir stehen. Ja, ich laufe natürlich mit noch rein. Ich sehe aber. Doch, da! Boah, das wird ja heftig, ey. Ich bin hier ganz langsam, im Leichtrab bin ich hier durchmarschiert. Was? Wo? Im Vorhof vom Moorland. Ja, ich stehe hinter dir. Bei Justin am Stall ist auch noch eine. Dann quasi, wo meine Vorderhufe sind. Also nicht meine, ich stelle mir vor, dass in Real Life ich schlimmer klinge als in TS. Und Fabi, wenn alles so bleibt, na, dann sehen wir uns ja am 23. März. Bin mich ja mal gespannt. So, wo ist noch was? Ne, das war's. Oder? Hey, wir haben nur noch 96. Wo ist noch eine Spinne? Hier, warst du hier noch nicht? Wo bist du denn? Ja, da, wo ist hier? Da, wo es losgeht mit. Weißt du noch damals, das allererste Mal? Der Vorhof, wo du gerade bei mir warst, Uli, den hast du. Ja, den habe ich. Achso, den hast du ja schon. Ja, dann hat Uli doch nochmal gebrüllt, oder nicht? Achso, ja, hab ich. Beim Stall soll noch eine sein.
Das ist so der Justin-Stall, oder? Der Moorland-Stall. Ah, ja. Hier sitzt eine auf dem Boden, aber ich glaube, die gehört jemandem. Ja, auch nicht schlecht. Ich hab die auch schon angeklickt. Heißt die Rosi? Wahrscheinlich. Die ist auf jeden Fall rosa. Hm. Mila schreibt, mein Hund und meine Katze stehen vor meiner Zimmertür und miauen und bellen. Ich muss aufmachen. Der Hund geht raus und die Katze aufs Bett. Und wenn ich schlafen gehen will, dann ist mein Bett voll Haare. Ja, das ist halt, wenn man ein Kätzchen hat, ne? Ja, das habe ich auch. Wieso habt ihr so viele? Ich habe erst 9. Willst du mich verarschen, Luna? Du hast dann schon mehr als 4. Wir haben nicht 97, ne? Also nicht falsch verstehen. Also wir 97 fehlen uns noch, hatten wir von gesagt. Ja, jetzt noch 96. Jetzt noch 96, genau. Das sind die, ja, die uns fehlen. Habt ihr hier am Stall schon was gefunden? Nein. Hm. Also ich... Jetzt rennen sie da alle bei der Maya rum. Mal gucken, ob die da irgendwas versteckt hinter ihrem Rücken. War eine ganz doofe Idee. Im eigenen Stall. Habe ich auch schon dran gedacht, aber... Lena, guten Abend. Das Dumme ist, die können manchmal sowas von unsichtbar sein, ne? Einfach im Busch drin. Was sagen, hier liegt eine tote Katze. Wahrscheinlich von der Spinne oder so. Guck mal, ob eine Spinne in der Nähe ist. Anja hat dieselbe dumme Idee wie ich. Guck jetzt in den Ecken. Hm? In den Blumen. Auch, ja. Ah. Wie viel fehlen uns jetzt noch im Moorland? Noch 2, wa? Moorland 2, ja. Die Nummer 3 und die Nummer 4. Aber ist das dann hier Justin Stall? Weil es ist Justin Stall. Ne? Ja, ne? Das war doch Thomas, oder nicht? Ja, ich das weiß es. Ja, achso. Aber Justin, ist das nicht hier dieser Cowboy? Nee, das war Josh. Oh, jetzt hau ich's aber alle durcheinander. Entschuldigung. Ich hab noch eine Idee, wo es sein kann. Keiner kam auf die Idee in der Höhle. Stimmt. Da könnten sich auch Spinnen versammeln. Hi Lena, schreibt Ben und Ali. Wenn ihr die Spinnen sucht, die machen Geräusche, wenn ihr euch nähert. Okay. Danke, ja. Danke für den Hinweis. Da muss ich ja mit Ton spielen. Ja, ich auch. Hab ich auch gerade festgestellt. Oh Gott, wie sollen wir denn hier in der Höhle was finden? Ist doch alles düster hier. Mhm. Aber die machen ja Geräusche. Wenn man Ton anhat. Ich habe eine Spinne gefunden. Ja, ja. Ich habe die Spinne gefunden. Die kann man nicht anklicken. Ehrlich? Die pinke auf dem Fußboden, ja? Ja. Habt ihr schon? Ja, da hat Uli doch eben schon gesagt, dass sie da auch schon wie doof drauf hier hauen hat. Fabiana schreibt, ich habe schon alle Spinnen. Soll ich zur Hilfe ins DS kommen? Kannst du gerne machen. Ja, bitte. Nein, sie hat nicht alle Spinnen, ich aber ich habe eine in der Höhle. In der Höhle? Die krabbelt hier hoch. Ja, ist die eklig. Nein, Quatsch. Jetzt krabbelt sie wieder runter. Ich hab eine. Ja, genau wo ich bin. Hier. Da von innen, am Balken. Oh, Moment. Ich komme. Die macht ja Miau. Mal eine gefunden. So, ich bin in der Höhle. Ja, hier. Hallo. Guck mal hier, der... Ey, miaut die wirklich? Die Spinne? Miaut so ein bisschen. Ich muss mal gucken, die läuft da rauf und runter. Ich hab sie. Prima. Ey, warum miaut eine Spinne? Keine Ahnung. Also müssen wir uns ans Miauen richten. Vielleicht wolltest du mal eine Katze werden. Ja, so, wir kriegen Besuch. Dann. Anja kommt. Ha. Anja kommt? Mhm. Hat sie ja gesagt, ne? Ich jetzt aber nochmal an der Schmiede gucken. Lena schreibt, braucht ihr Hilfe? Ja, also wir nehmen jede Hilfe an, ja. Fabi, ich habe noch keine einzige, weil ich lange nicht mehr on war. Ich will keine Zahnspange und bin im TS. Oh. Ich denke, hast du nicht gerade geschrieben? Ich guck mal gerade. Ich zieh sie mal runter. Ich hab. Okay.
Anja ist okay. auch da. Hallo. Hi. Ich dachte, du hast schon alle Spinnenfarben. Buddy joined your channel. Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Hi. Na, alles gut. Ja. So, wo ist die nächste Spinne? Eine Spinne fehlt uns jetzt noch, ne? Spinne? Ja, aber hier an der Schmiede finde ich nichts. Ja, die Spinne 3 fehlt uns. Wer weiß, wo Spinne 3 ist? Aber irgendwo am Stall muss sie sein. Achso, Anja, wir machen SSO und da gab es ein Mittwochs-Update heute. Gestern. Gestern. Jetzt muss man Spinnen suchen. Okay. Die miauen. Okay. Was, ja. Die miauen? Die miauen. Ja, die miauen. Ja. Wie eine Katze. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht, ja, welches Geräusch macht sonst eine Spinne, ne? Da wird's kritisch. Vielleicht IA? Nein, auch nicht. Aber es sagte doch vorhin jemand am Stall. Ja. Ja, und zwar in Moorland bei Justin ganz rechts an der Wand. Ja, da waren wir doch eben. Ja, das hat jemand geschrieben. Bei Justin waren wir doch. Der steht doch in diesem Vorhof, wo sonst nie einer rumrennt. Und Lena schreibt dann oben auf den Berg über der GED-Baustelle. Okay, da sind wir noch nicht. Wir machen erstmal Moorland fertig. Wir haben hier noch einen langen Stream heute. Es könnte ein 12-Stunden-Stream werden. Das gehört noch zu Moorland. Achso, das gehört noch zu Moorland. Bei der GED-Baustelle? Dann hin da. Ich komm an. Ach, da oben, auf diesem Vorsprung. Oberhalb von dem Schmied ist das noch. Ja. Richtig. Dann ist der mir nicht jetzt falsch. Ich wende. Ja, ich laufe vor den Zaun, das war klar. So. GED, also, das ist doch eigentlich hier. Also ich bin jetzt beim Schmied. Davon. Genau, gegenüber vom Schmied, ne? Ist das doch theoretisch. Dieser Steinberg, wenn du beim Schmied spielst. Dann bin ich da. Ja. Ah, dann ist auf jeden Fall keiner mehr am Stall, weil wir haben den alle. Dann war die Auskunft. Ja. Vielleicht war es auch nur, ihr könnt ja mal beim Stall gucken, vielleicht war es so gemeint. Kann auch sein. So. Im Wasser müsst ihr auch gucken. Bei Frau Hölle waren wir schon, im Wasser müsst ihr auch gucken. Wie im Wasser? Wo denn jetzt? Da hat auch Hölle. Moment, da hat was. Miaut was? Da! Hier! Stopp, stopp, stopp! Das ist doch echt creepy, miauende Spinnen. Ja. Vielleicht haben die Katzenfutter gefressen, Lena, man weiß es bei nicht. Bei Jasper waren sie schon. Ja, bei Jasper waren wir schon. Hier fiebt was. Es miaut hier, aber ich sehe nichts. Wo stand's nochmal? Oben auf dem Berg über die GED-Baustelle. Da sind wir gerade. Wir hören's auch. Über der GED oder bei? Wir haben eine große und eine Babykatze, die miaut wie die Spinnen. Ja, vielleicht fühlt es sich. Ich glaube, dass es hier. Ich habe das Gefühl, dass es hier am Häuschen direkt war. Nee. Nein, ich habe eine andere Vermutung. Oben. Oben drüber. Oben kommen, ne? Ja. Ich suche gerade einen Aufstieg. Ja, ich bin auch schon einmal um den kompletten Berg gerannt. Lena schreibt, ihr müsst noch auf den Berg. Ah, wir müssen tatsächlich rauf, okay. Ah, wir müssen noch gar nicht ins Bett. Ja, hier, ich sehe das. Ich hab sie. Wo ist hier? Hier, wo ich stehe. Das ist gut. Warte, ich komme, ich gehe mal. Ich komme an. Musst du gar nicht ins Bett, Fabilein? Nein. Bald. Ihr müsst hoch auf den... Hab ich schon gesehen. Ja, okay, stimmt. Moorland, weil eine Spinne fehlt mir aber jetzt. Ich mag dich oder du magst mich. Hi, wie geht's dir? Bin ich jetzt noch richtig? Wo ich stehe. Aber eine Hallo. Spinne fehlt mir jetzt. Hä? Da ist gehört er. Gehört die, aber nicht dazu. Weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht gehört diese Spinne schon zu GED. Silverglade-Felder, ja. Ja, Silverglade-Felder, okay, damals 1 von 10. Gut, dann gibt's immer noch eine in Moorland, ne? Aber wo ist sie? Es wird spannend. Silverglade-Schloss draufreiten und dann beim Schloss rechts... Kommt ihr gerade noch? Mhm. Lena, eine Frage. Wie viele Spinnen hast du schon? Bestimmt alle. So wie es rüberkommt.
Ich würde wirklich vorstellen, dass wir das so chronologisch versuchen, ne? So einigermaßen einzuhalten. Ja, also ortsbedingt, ne? Ja, ja. Mal, ich wollte gerade sagen, guck du noch mal Schmiede, Tanja, ich habe da nichts gehört. Ich gehe mal hinten zum Vollplatz. So kann man Leute auch dazu bewegen, dass man wieder mit Sound spielt, ne? Ja. Jasper, alte Hütte drin. Da waren wir schon. Haben wir. Danke. Lena hat 31 Spinnen bis jetzt. Was? So viele gibt's? Im Silverglade 100, im Brunnen. 100 gibt's insgesamt. Im Silverglade im Brunnen gibt's auch eine. Oh, das müssen wir uns alles aufschreiben. Ja, Moment. Also Silverglade Brunnen. Sekunde. Genau, dann am Schloss, an der Wand. Silverglade. Gut, da ist so eine Verlage ab zum draufschreiben. Schloss. Also eine fehlt uns auf jeden Fall noch. An der Wand. Morland, genau. So. Meine Sis hatte auch eine, sie hat Wörter mit SCH als zum Beispiel Snell gesprochen. Achso. Hatte auch ja. Ein Jahr in der Fesselstrandspange, okay. Ich mag dich oder du magst mich, wie geht's dir eigentlich? Habe ich dich mal gefragt, ich weiß es gerade gar nicht. Also an alle, die eine feste Zahnspange kriegen sollen, wenn der Orthopäde sagt, Kaugummi ist tabu, scheiß drauf, ihr könnt die trotzdem kauen. Das funktioniert. Das war so die warum sollte man nicht? Weil mein Kieferorthopäde hat gesagt, es besser lassen, weil sich sonst der Kaugummi in der Spange verfängt. Achso. Ja, es gibt Essen, da ist das echt schon, da muss man das können und es gibt Essen, da ist das egal. Ich habe immer Hubba Bubba gekaut. Ja. Ah ja, lecker. Ja, weil das so schön weich ist und das haftet nicht so extrem wie andere. Wenn jemand aus der Klasse das mit hat und wollen alle immer haben. Mhm. Der miaut noch was. Aber wo? Immer noch bei der GED? Nein. Am Stall. Dann ist auch da muss was am Stall sein. Sind die denn groß, die Spinnen? Nö, winzig. Kommt immer drauf an. Manche sehen ein bisschen größer aus. Einige haben wir gar nicht gesehen. Die saßen irgendwo im Efeu. Der Nordbaustelle. Genau. Bei der Nordbaustelle, bei der Höhle, die eingestürzt ist, ist auch eine. Moment. Und Mila, Mila bekommt auch eine Zahnspange. Welche Baustelle? Nordbaustelle. Bei der Höhle, die eingestürzt ist. Ach so. Landgut, bei den Traum. Außerhalb, wo die Rohre kaputt sind. Ist auch eine. Landgut. Trauben? Oh, wir spoilern hier gerade richtig für die Leute, die es. Obwohl, ihr schaut hier schon. Baustelle? Was für eine. Ach, hinten bei den Ballons oder was? Keine Ahnung. Halt mal Baustelle Nord, keine Ahnung. Schönen Gruß an Benjamin. Hä? Das war aber nicht hier. Ach so. Lena, ist auch eine zufällig im Stall oder am Stall? Ich höre zumindest was. Komischerweise, das Einzige, was ich hier höre, sind Bienen. Nein. Wieder mit dem Goal auf dem Auto. Ich würde euch ja gerne zugucken, aber dann hört ihr mich nicht mehr reden. Bist du nicht über Laptop drin? Doch, aber so brauchend ist das Internet hier nicht. Ach so, okay. So. Ich sollte heute beim Abdruck durch die Nase atmen und bin erkältet und meine Nase ist. Du, das Problem hatte ich auch schon mal beim Zahnarzt. GH, sofort beim Eingang rechts zum Wasser runter. Ist auch noch eine? Ja, achso, Golden Hills? Ja. Golden
Brücke rüberreiten Richtung Fürkwurf und sofort rechts runter unter der Brücke ist auch eine. Was? Von Golden Hills nach Fürkwurf? Ja, naja, es war schon wieder die nächste. Ach, Leute. Wo ist denn das Mädel, die gesagt hat, am Stall im Moor ist auch eine? Aber ich höre hier nichts, ne? Hörst du was, Daniel? Irgendwie nicht. Ich höre aber was quietschen. Oder es ist Mimi. Ja, Mimi. Brücke. Stehst du vielleicht gerade auf dem Schwanz von einer Katze oder was? Jetzt schreiben schon vier Girls mit Apostroph wegen dem V und dem E da. Ach Mann. Fort Pinterstrand unter dem Sprungturm ist auch eine. Ja, ich glaube, Fort Pinter ist dann der nächste Punkt, wo wir hinreiten, oder? Ja, ist am nächsten. Fort Pizza. Da können wir ganz, Pizza ist auch gleich fort. Da können wir auch dann ganz langsam hinreiten. Da können wir nämlich parallel noch Silbergeldfelder gucken, ob wir da noch was finden. Ach. Golden Hills ist fort beim Eingang rechts zum Wasser runter. Golden Hills, Eingang. Oh, eine Nachricht. Ich bekomme eine Nachricht. Wie ungewohnt. Ach so. So. Aber Franz hat eine Sprachnachricht gemacht, die habe ich noch gar nicht angehört. Franz, du sagst auch gar nichts, oder? Im Stall nein und Brücke rüberreiten Richtung Fürkwurf und sofort rechts runter unter der Brücke. Aber eine fehlt uns nur noch in Norland. Ja, aber wo? Fort Pinterstrand, ich höre den Sprungturm. Von Pizza. Der Sprungturm habe ich. Ah! Ja. Fort Pinterstrand weiter runter. Also zumindest aufgeschrieben. Ja, in der Nähe der Ponystrecke zwischen zwei Felsen. Da ist auch eine. Moment, Ponystrecke. Meine Frage, hört ihr mich noch gut? Ja. Ja. Hey, dann klappt's ja doch. So, ich schreibe alles auf. Ich gehe jetzt mal in den Stall, nicht dass ihr wundert, euch wundert wegen der Gruppe. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die hier drinne ist. In Fort Pinter bei James in der Kanone ist auch eine. Ah, okay. Bei Fürkwurf in den großen Berg, wo man halbes Jorvik sehen kann, ist auch eine Spinne. Pinter, Moment, Kanone. Moorland bei den Fischer im Boot. Fischer im Boot. Moorland. Fischer. Da wo man angelt, oder was? Wahrscheinlich. Oh, da kommt ein Boot. Da unten. So, Moment, also Fort Pinter, Kanone. Genau, bei James und Morland bei dem Fischer im Boot. Das ist, glaube ich, das, was uns gefehlt hat. Gehe ich mal von außen, die schreibe ich jetzt auch nicht auf. Ja, das sind wir ja theoretisch. Ja. Frag mich jetzt bloß gerade, wo hier der Fischer ist. Ja. Benutzt dein Pferd drei Wettertaft? Ja. Man sieht's. Bei dem Fischer im Boot. Hat der da ein Boot? Tatsache, der hat ein Boot. Ich such den Fischer gerade. Tatsache. Tapse! Uli ist immer so schnell! Ich finde doch nicht mal das Boot. Ja, ich auch nicht. Bin doch nicht mal da. Ganz am Ende vom Strand. Hier, Richtung Fort Pinter da, das Ende vom Strand. Ja, wo man Fort. wo man Fort Pinter schon sieht. Wo man die Angelquest annimmt. Das nennt man Kabelmini. Ja, mir juckt die Wampe. Okay. Landgut ganz rechts am Strand im Wasser ist auch eins. Moment. Land. Ach, zu viele Informationen in der kurzen Zeit. Das schafft mein Körper gar nicht. Mein Kopf gar nicht zu verarbeiten. Deswegen schreibe ich auf. Teleportier dich zu mir, Olli. Ach nee, geht ja nicht. Eine TPA, ne? Ja. Hast genau. du Tanja? Ja, ja, ich hab sie. Ja, ich nicht. Da ist er. Noch nicht. Ach, reite auf den Steg hinten drauf. Dann ist da aber wieder die große Frage. Zählt das jetzt schon sofort Pinter? Das zählt. Zum Moorland. Steht ja auf der Moorland Südstrand. Da ist die Spinne. Super! Danke euch, dass wir das für Moorland schon mal zusammen haben. Landgut ganz rechts am Strand im Wasser.
Okay, das hat man schon. Nee, ganz links, sorry. Hier ganz links, übrigens nicht ganz rechts. Achso, ja, siehst du. So, ab nach Fort Pinta. Moment, aufräumen. Links, so. Und eine neue Nachricht. Nick Postmann schreibt: Huhu, Olli. Hi, Nick, wie geht's dir? Ja, dann würde ich jetzt sagen, so Richtung Fort Pinta, wa? Mhm. Da wissen wir ja schon mal, eins habe ich mir noch gemerkt bei der Kanone von James. Wirkwurf, das alte Haus von Herr Campbell, oben in der Hütte. Wir ist auch... Da. Moment, Moment. Ich, nicht aus den Augen verlieren, die Nachricht, Olli. Viergrove? Genau. Schreib nur auf, Viergrove Campbell. Genau. Campbell. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich Viergrove nicht am Ende mit Accent schreibe. Wegen meinem Nachnamen, ne? Na, V-E und dann Accent. Okay. So, beim Pony-Championat sollte auch schon was sein, ne? Olli, geht's ins Pony-Championat, Tanja? Mhm. Ja, ich hab gehört, da soll auch was sein, ne? War das vorher nicht so? Ja, dann lass mal da zuerst suchen, oder? Ja. Ja, wir können auch auf dem nach draußen, also mal wieder von weg. Zwischen zwei Felsen. Eigentlich nur da sein. Ach, lauf doch. Beweg dich. Ah, ja, aber nochmal hier am Friedhof. Das miaut hier. Ach, das ist wahrscheinlich die wir schon haben von Pilkwurf, wa? Mhm. Obwohl, es hieß es zwischen zwei Felsen. Ja, irgendwo muss ja hier dann noch was sein. Man ja, hört auch schon automatisch was miauen, obwohl gar nichts ist. Ja, ja, die ja. Löwen, die funken dazwischen. So, ja. Vom Haus den Weg zurückreiten und dann rechts kommen so Container, Apfelhain. Da ist auch noch was. Und auf dem Melodieberg. Moment. Wo immer der ist. Apfelhain und Melodie. Ja, Berg. Berg. Gut. Lass uns erstmal die Leichte holen in der Kanone. Ich glaube hier. In der Kirche drin. Ja, in der Kirche haben wir schon, Alena. In Vögwurf links reiten, Restaurant in den Blumentopf. Ist auch eine. Moment. Ich kürze das jetzt mit FG ab. Ich bin die Accentsleit. Viergrove, Restaurant. Im Blumentopf. Blumen. FG Meckes Topf. Nicht? Nein, Subway. Okay, oder das. Oh. So. Moment, ja, ich bin noch am Pony. So, Spinne hab ich. Ja. Die aus der Kanone habe ich mal rausgefischt. Ich bin noch nicht mal da. Ah, warte mal, die springen hier alle. Was? Glaub ich, ja, die springen hier alle ins Wasser. Im Wasser soll auch eine sein, hieß es vorhin. Ja, was? Ich hab die Spinne gefunden hier am Pony. Moment, ich komm zurück. Pony ist Wasser? Am Ponyrennen. Ach, beim Ponyrennen, nicht Championat, beim Rennen. Ah, daher der Name Bratkartoffel. Langsam. So, dann kann ich die zumindest schon mal wieder durchstreichen, ne? Haus vom Campbell ganz oben in der Scheune. Campbell hat man, glaube ich, schon, ne? In ja, der Kapelle an der Wand. Schreib mal hinter Campbell. Das hat man schon, oben. Genau. Bei dem Bär in Vögwurf. Bär? Ach, die Bärenhöhle. Bär, bei dem Bär. Genau. Ja, ja, schreib mal auf Bär. FG Bär. SSO, Yunus, hi. FG am Strand, bei den kleinen Häuschen. Strand am Häuschen? Oh, das sind mir gerade zu viele Informationen, ne? Wir hätten das stückchenweise abarbeiten sollen. Olli ist überfordert. Du nicht? Ich glaube, ihr beiden jetzt. Am Strand Richtung Ponyrennen. Ja, dich sehe ich, Tanja. Okay. Hier, du bist schon zu weit. Ich bin zu weit? Nein, Tanja. Oh, ich bremse hier gerade ab beim Championat.
Ja, du kommst her, Olli. Ich sehe hier nichts. Du musst da quasi reinspringen. Zwischen die Felsen klicken, da ist was. Okay. Ich höre sie ja auch. Olli rennt auch zu weit weg. Oh, das war's. Vielleicht von der anderen Seite. Ich hab's. Aber ich hab die nicht gesehen, ich hab aber nur reingeklickt, ne? Ja, ja, ich auch. In der Nähe von der Grabstelle, das kleine Häuschen am Strand. Ah, ich weiß wo, ja, Grab, Apfelhain. Dahinter am Apfelhain. Ach, wo dieses, ja. Eingang, Dings da. Bleib mal Eingang, Dum-Dum. Wer ist denn eigentlich alles noch bei Twitch da? Ich krieg die verdammte Spinne nicht. User was moved out of your channel. Ich sehe hier auch keine. Die siehst du auch nicht. Du musst zwischen die Felsen klicken. Gut und selbst ja auch. Danke der Nachfrage. Sitzt quasi da in diesem Loch. Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja, hab's. Gut. Oh Gott. So, jetzt gehe ich zum Pony-Shampi. Am Pony. Lasst mich doch erstmal die in der Kanone holen, Mann. Ach so, sorry. Ja, wir sind getrennte Wege geritten. Okay. Ganz ehrlich, das wäre mir zu viel Kleinkram. Ach, was meinst du, was wir hier nicht alles schon an Kleinkram durch haben? Hi, Miederchen, dich kennenzulernen. Wir haben Sterne gesammelt, wir so. Haben. Unter der Fort Pinterbrücke, wo die Rennstrecke lang führt, links unter dem Felsen. Pinterbrücke? Moment. Ja, lass uns okay. Erstmal Fort Pinter fertig machen. Ja, würde ich auch sagen, ne? Schreit jetzt auch wieder zurück Richtung Fort Pinter. So, hier muss irgendwo was sein. So, Fort Pinter. Da wo James ist, da sind zwei Kanonen. Wenn du davor stehst. Nee, ich war jetzt hier auf meiner Liste am Suchen und am Durchstreichen. So, am Sprungturm soll auch noch was sein. Sprungturm, das klingt so nach Strand, wo man ja, schwimmen kann. Ja, unten am Strand. So. Dann fehlt... Also wenn wir die am Sprungturm haben, haben wir vier Spinnen, dann fehlt noch eine. Na, ich suche jetzt hier gerade die zwischen den Felsen unter der Fort Pinterbrücke. Ich finde die nicht. Stimmt, ich höre sie. Ich sehe sie noch nicht. Ach, da sitzt sie! Die kleine Socke. Wo bist du denn? Im Wasser. Paddeln. Da, wo man mit den, mit den Pferden ins Wasser kommt. Genau. Ach, da. Da ist also auch eine, ja? Ja. Ich komme nur nicht dran. Jetzt habe ich sie. Von hier aus geht's. Tada! Rechts, Olli. Bin ich falsch? Jetzt bist du bist auf dem Steg, ne? Ja. Komm ins Wasser. Stopp, rechts! Einfach mal rechts! Ins Wasser. Nein, er reitet erst an den Strand. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr genau meint. Nicht hochreiten, ins Wasser. Hier, guck mal, hier sind ich, wir. Ich sehe euch nicht mal. Im Wasser. Ja, ich bin auch im Wasser. Ja, du bist auf der anderen Seite. Steg. Ja. Pass auf, ich reite mal zurück. Ich sehe euch nicht. Da hinten seid ihr. Ja. Da war ich doch richtig. Nein, du warst auf dem Steg und da habe ich gesagt, bieg rechts ab. Ins Wasser. Ja. Weites weiter. Da seid ihr. Ja. Genau an diesem Balken, wo ich jetzt vorstehe, ist eine Spinne von innen dran. Und dann musst du von rechts, genau. Dreh mal das Pferd. Habt ihr die schon? Ja. Kommst du nicht durch, habe ich auch schon versucht. Okay. Oh, nicht durch. Du musst quasi so... Oh, ich hab's so. Okay.
Perfekt. So, Fort Pinterbrücke. Ja, genau. Fort Pinterbrücke. Unter der Brücke. Habe ich das richtig verstanden? Ja, unter der Brücke, wo das Rennen lang geht. Hieß es. Könnt ihr mal warten? Mein Pferd ist so schnell nicht. Oh, sorry. Sorry. Ja, ich bin da. Sarah hängt sich am Sonnenschirm auf. Olli, folge die Rennstrecke dann beim Wasser links. Da bei dem Felsen. Beim Felsen? Oh ja, hier ist der Felsen. Also hier. Hier reiten wir doch lang, offiziell, ne? Ja. Genau. Genau hier ist ein Checkpoint normalerweise. So. Ja, hier aber auch noch nichts Außergewöhnliches, außer die Möwen. Ja, ich sehe nur, dass ich meinen Monitor mal sauber machen sollte. Siehst du schon Spinnen, obwohl keine da sind, oder ja, was? Ja, ich sehe so braune also. Flecken. Ich trinke mal was. Wahrscheinlich morgens zu sehr Kakao umgerührt, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da so einen komischen Flecken auf dem Monitor. Also direkt unter der Brücke sind einige Felsen, aber ich sehe keine Spinne und höre keine. Janik, ich habe noch Urlaub, also heute und morgen noch, ne, dann Wochenende frei und dann heißt es ab Montag wieder arbeiten. Juhu, mein Pferd hat sich festgebackt. Ah, nee, doch, geht noch. Normal müsste ich doch jetzt was hören. Hier sind Felsen. Oh, die hat doch gesagt, Richtung Wasser, ne? Ja, ich... Nein, ich sauf ab. Ja. War da gerade eine Spinne? Nee, das täuscht doch. Das Dumme ist... Da, ich habe eine Spinne gefunden! Was? Wirklich? Ja. Auf der anderen Seite. Hä? Wo ist er denn? Auf der anderen Seite, sag ich ja gerade, von der Brücke. Seht ihr mich? Noch nicht. Noch nicht. Ich bleib hier stehen. Reitet mal unter der Brücke lang, so wie das Fort Pinterin. Da waren noch die drei Dixie-Klos. Keine Ahnung. Was willst du von mir? Ach, die drei Dinger. Hier, Holzdinger. Sarah hat mich gefunden. Ah, lauf doch, Fury. Wickel dich doch nicht um den... Hallo, Sarah. Hier ist ein Stern. Hier ist ein Spinne. Stern, muss ich schon sagen. Hier zwischen. Zwischen die Ritze. Also in der Ritze drin. Ah, du bist in der Ritze, ja? Ja. Also Ritze? Ah, genau, einfach mal reingehen in die Ritze. Ja. Zusammen blaue. Passt die aber nicht rein, ne? Wollen wir wetten? Wir können das. Was machst du da, Tanja? Spiel doof. Wolltest du mitmachen? Nee, danke. So, ich hab's. So, Fort Pinter vollständig. Echt? Ja. Olli, kann es sein, dass ich durstig bin? Warum denn das? Ich sitze in der Klemme und mein Arsch guckt raus. Ich meine... Zieh du mal deinen Arsch aus der Misere. Olli, guck doch mal! Ja, ich guck grad zu. Guck mal selbst zu, wie du da wieder rauskommst, ne? Theoretisch können wir jetzt den Professor und die Quest abgeben. Neue Quest annehmen, so rum. Habt ihr gehört? Okay. Nee. Wir könnten jetzt den Prof lacht und... Sich. Ich hätte doch nur hinten rumreiten müssen, ich Troll. Ja. Wir können jetzt zum Mondsicheldorf, zum Prof und Quest annehmen. Wieso? Weil so ist. Ja, aber wir können doch noch weiter und nicht, oder nicht? Ja, aber dann ist die Quest ja nachher weg. Wir sind ja eigentlich da zum Questen. Warum sollte die Quest weg sein? Weiß ich nicht. Aber bei den Silverglade-Felder haben wir eine und da ist jetzt ein Ausrufezeichen im Buch. Super, ich lutsche jetzt schon an der Mine vom Kugelschreiber. Hat jetzt eine blaue Zunge? Morland haben wir schon mal voll, zeigt er mir an. Genau, und Pinter auch. Pinter... Warte. Oh, ein bisschen scrollen. Ich finde von Pinter bei mir nicht. Ist weiter oben, wa? Ich hab nicht geguckt, ich hab nur gehört, was genau, Schule Pinter ist auch voll, richtig. Ja. Pinter und Morland haben wir voll. Wir haben jetzt noch Silverglades. Brunnen. Würde ich mal sagen, Schloss. Das nächstliegendste, ne? Ja.
Aber was soll es jetzt beim Professor für Quest geben? Keine Ahnung. Suche nochmal 20 Spinnen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Guck doch in dein... Vielleicht können wir da die schon abgeben, sozusagen, die wir jetzt haben. Ah, die gehen ja nicht verloren. Nee, die gehen nicht verloren. Die sind ja im Buch eingetragen. Ja, richtig, genau. Das heißt, die Quest bleibt dann theoretisch auch da. Ach so, wenn du 10 Spinnen gefunden hast, kannst du nach Professor gehen und bekommst noch was dafür. Ja. Gut, da wir jetzt aber 10 haben, dann sind die in der Hälfte. Die gehen ja nicht verloren. So. Ich muss leider ins Bett. Ich muss nämlich viel schlafen, weil ich krank bin. Ja, dann gute Besserung auf jeden Fall, Mila. Und auf gute jeden Nacht. Fall. Gute Nacht, schlaf gut und... Gut, Nächte. So. Werd schnell wieder fit. Genau. Und lass noch ein Abo. Anni, hast du ja schon. Aber alle, die noch kein Abo dagelassen haben und möchten, ihr dürft natürlich. Ich zwinge euch nicht, es nicht zu tun. Also... wo gehen wir jetzt hin? Silver. Oder? Und auf den Feldern dorthin gibt's ja auch schon wieder einige. Ups, ich hätte den Berg da hochreiten müssen, oder? Ja. Mich zieht es gerade zu dem Brunnen. Ja, und zum Schloss. So, ihr kriegt eine Belohnung, dann müsst ihr die nächsten 10 Spinnen abliefern. Ach so. Ja, hallo, Buddy. Also, wie ich es gesagt habe. Guten Abend. Guten Abend. Hi, Andi. Hallo, Andi. Also, es ist so, wie ich gesagt habe, alles 10 Spinnen begibt es eine neue Belohnung. Das ist ja eigentlich so wie mit den Liebesbriefen und so weiter. Ja, richtig. Nur die Liebesbriefe, ist nur einmal im Jahr und das mit den Spinnen bleibt aber. Was ist denn die Liebeskugel? Ja, genau. Liebeskugel. Was? So, Richtung Fürkwurfbrücke rechts unten Bootshäuschen, das soll auch was sein. Sandgrube auf den Berg reiten und auf das Dach springen, das ist auch was. Moment. hier wird wieder geritten. Alles klar. Ich muss mir das hier eigentlich mal sortieren. Fürgrove Campbell habe ich. Ich habe. Ja. So, Fabi macht gerade Sport, während sie den Stream hört, okay. Moment. Fear Grove. Was war das? Brücke, Bootshaus? Fürkwurf, Brücke, rechts, unten, Bootshäuschen. Ja, ich hab einmal irgendwas mit Brücke rechts und jetzt hab ich Brücke Bootshaus. Ich liebe so. ETS, danke für dein Abo bei YouTube. So, Brunnen habe ich. Es war jetzt gerade nicht jetzt so wirklich ETS, aber schön, dass du trotzdem zuschaust. Silverglade Brunnen, so habe ich. Und am Schloss. So. Ich hab ne Spinne Nee, das ist keine Spinne, das ist ein Hund. Sieht fast gleich aus. Einmal zum Schloss. Es miaut direkt beim Ratsmann. Da muss irgendwo was sein. Dann reitet doch mal in den Springbrunnen. Ja, wobei beim Ratsmann kann man auch noch irgendwo reingehen. Ja. Da wo die Uhren und so. Stimmt, im Brunnen sollte ja eine sein, ne? Ja. Die habe ich schon. Ach, da ist sie. Die hast du schon. Ja, die habe ich rausgeholt. Ich bin jetzt gerade am Schloss und hier miaut es. Ich dachte, du schreibst und bleibst die ganze Zeit stehen. Aber okay. Ich würde gerne schreiben, aber ich habe es gerade dran gesehen. Ah. Hier ist da die ist sie. Ja. Die klebt direkt am Gitter, als wie wenn du reingehst. Kannst du vom Pferd aus anklicken. Hä? Komm mal zum Ratsmann. Ach Leute, ihr macht mich kirre. Nö. Aber mir kommt die Meldung, ich muss mal mein Pferd abstecken, wenn ich die habe. Wir kommen die nicht angeklickt, ne? Du hast sie noch nicht mal, ich schon.
Du meinst es direkt beim Eingang, ne? Ja. Einfach hier links auf das Blauleuchtende klicken. Im Vorbeigehen. Ja, da kommt bei mir, du musst von deinem Pferd absteigen. Ich hab die sofort beim ersten Klick gekriegt. Ich bin hier hochgeritten, hab einfach mal drauf geklickt und zack hatte ich sie. Ich steig mal ab. Ja, da bist du reingeportet. Aber ich sehe auch keine Spinne bei mir. Ich höre auch nichts. Ja, ich auch nicht. Hattet ihr die vielleicht schon? Nee. Nein. Vanya, ich bin doch mit dir da rein. So, also, Sarah ist jetzt mal da reingegangen. Silverglade. Da habe ich jetzt 2 von 10. Moment. Ach, falsches Buch. Ach nee, Silverglade Felder habe ich 2 von 10. Olli im Brunnen, nicht Ratsmann. Ja, aber hier beim Ratsmann ist ja auch eine, so wie es aussieht, weil da hat die Tanja jetzt auch eine bekommen. Ja. Aber ich bekomme die nicht. Auch nicht, ich kann das ganze Ding hier abklicken. Ich gehe jetzt mal tatsächlich rein hier, ne? Doch, es gibt nur Silverglade Felder. Da habe ich 2. Silverglade City ist gar nicht angezeigt. Ja, das ist, die eine, die hatten wir ja oben über der Baustelle gehabt. Richtig. Habt ihr denn jetzt auch 2 oder nicht? Ich hab jetzt auch 2. Die aus dem Brunnen und... Ich hab auch 2. Brunnen und die wir vorhin hatten. Hä, was war denn das für eine Meldung, die ich gerade hatte? Ja, dass du da nicht reingehen kannst. Wahrscheinlich. Nein, ich hatte nicht den gelben Schriftzug. Komisch. Golden Hills Moorland. Nebelfall. Lena schreibt, bei mir war da keine. Okay. Halbinsel. So, so werde jetzt rausgehen. 5.30 Uhr ist bei mir die Nacht vorbei. Schönen Abend euch noch, man sieht sich. Nick, das dir auch einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ja, schön. Bis Nächtle. Nächtle. So. Dann gehe ich mal Richtung Schloss. An der Wand. Ja, komm mit. Stimmt. Ah, Anna hat gesnapchattet. Eine allein. Das Anna allein. Warte mal, ich muss erst mal nach einer Tafel Schokolade greifen. Oh, oh yeah. Andi, sei doch nicht so fies. Oh, 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 mit ganzen Haselnüssen. Oh. Das ist ja fast so gut wie Kürbisbowle mit ganzen Früchten, hör mal. Baroness-Rennstrecke, kurz davor auf einem Berg ist auch einer. Mann, ihr habt sogar die Schale vorher abgemacht. Das ist oh, Younes, gute Nacht, schlaf gut. Ja, ich hab so an der Säule klebt so. Ja, jetzt wollte ich als Passwort lecker eingeben. Bleib mal da stehen. Ja, ich bleib stehen. Denkst du, ich bekomme die da ab? Ja, ich auch nicht. Ich mach's jetzt mit Anlauf. Och, Mann. Back dich doch da nicht so fest, Pferd. Rechts rum? Ja. Ja. Ich hab's ja nämlich gehört, aber noch nicht gesehen gehabt. Was gibt's hier für ein Rennen? Genau, einmal bitte vor den Pfosten springen, Olli. Gemacht. Gut. Hast jetzt einen Stein vom Kopf gekriegt, ja? Ja. Was? Welcher? Sehr schön. Da, wo die mit dem schwarzen Pferd gerade drauf zureitet. Auf die Säule. Auf der Säule ist sie. Die Sarah. Ja. Ach, das ist Sarah. Sorry, ich hab dich jetzt gerade irgendwie und so. Bin ein bisschen verpeilt. Ah, ja. Nacht hier an alle im Test. Gute Nacht, Fabilein. Gute Nacht. Gute Nacht, Fabi. Gute Nacht. Fabi. Schloss an der Wand. So, was haben wir denn hier noch? Aber das war jetzt hier keine Wand, ne? Melody Berg. Ja, ist ja das gleiche Wand, Säule. Ja. Okay. Aber wir machen das schön chronologisch, ne? Wir haben jetzt 1 bis 3. 4 bis 10 fehlt uns noch von Silvergate Felder. Was fehlt denn jetzt noch? Ja, also wenn ihr noch 7 Tipps habt, wo die anderen 7 sind. Reite mal zum Stall, das gehört da ja auch zu. Ja, Marley. Mhm. Einer. Marley oder auch. Marley gehört meiner Meinung nach auch dazu, aber ja, Stall ist Steve. Papa. Ja, ich gehe jetzt erstmal Steve. Ja. Vor allem, das zählt ja hier als Felder. Das kann ja hier bis, keine Ahnung, wohin gehen. Mhm. Kann genauso gut oben an der Windmühle sein. Ja.
Diese Stille gerade. Ja, alle hören, ob es irgendwo kratzt und mault. Mann, ich hab die Karabiner hier, hier, Mund voll. Es juckt an mein Ohr. So, Fabio, und morgen gucke ich mir den Stream an und sammle die, die Spinnen ein. Kannst du gerne machen. Wenn ihr die Landgutstrecke 2 arbeitet und wenn ihr auf den Berg seid, müsst ihr rechts runter ans Wasser. Im Wasser rechts, Windmühle ist nix. Windmühle ist nix, kommt hier schon. Aber was war jetzt bitte das? Landgut Wasser? Wenn ihr die Landgutstrecke 2 abreitet und wenn ihr auf dem Berg seid, müsst ihr rechts runter ans Wasser. Ah, ich weiß wo. Also ich habe eine Vermutung, wo. Wo sie meint. Ich schreib mal Landgut 2. Landgut Rennen 2. Rennen 2 Bergwasser. Genau. Vielleicht ist das hier am Trecker. Wenn ihr das hier seht. Oh. Soll ich euch mal ein Snapchat schicken? Oh wei. Ich schick mal Snapchat. Snapchat? Snapchat? Ja, oder ein WhatsApp. Warte. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja, so, gleich. Ja. Ist bei Mario irgendwas? Hm. Wie eine Feier schon wieder Karneval. Heilen, WhatsApp, Anja und Olli. Können wir mal gucken. Ich hab den Überblick verloren. Wir haben uns alle verloren. Kommt denn noch was im Chat? Irgendein Hinweis? Mali ist nichts, kommt hier schon. Okay, dann möchte ich mal bei Mali umsonst. Karo Rennstrecke Berg. Geh ich mal darüber. Vielleicht am Silo. Ich finde, Mario ist auch nix. Okay, sie hat schon gesehen, wo ich langreite. Ich dreh wieder auf. Geht ab wie ein Zäpfchen. Mann, ist das gerade leise. Ja, sie sind alle hochkonzentriert. Ich hab das gehört. Was bist du denn? Ja, Mau. Wo bist du gerade? In der Nähe von der Rennstrecke, von der Baro. Ach so, da. Hier soll ja irgendwo eine sein. Aber ich höre sie aktuell nur. Da wird auch immer dunkler hier im Spiel, ne? Ah, da, ja. Hier im Gras sitzt sie. In grün. Ach, Uli, apropos Mau. Warst du bei den Zweien heute? Ich war morgen früh hin. Hast du Alena denn wenigstens angerufen, dass sie dann heute geht?
Ich habe gesagt, ich kümmere mich alle zwei Tage, wenn du gestern da warst. Ja, aber nicht umsonst hat Alena den Zweitschlüssel. Ja, dann soll sie auch mal gehen. Dann musst du ihr nur Bescheid geben, dass sie dann gehen muss. Weißt du das ja nicht. Meinst du was? Oh. Der war live? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich bin kurzgeistig hinten. Kam da was raus? Landgutkeller ist auch was wohl. Wieder da. Ich bin gerade ein Landgutkeller, da kann ich da mal reingehen. Oder? Danke. Ja. Hast gehört? Landgutkeller. Ja, habt ihr hier in Silver direkt noch was gefunden oder nicht? Ich bin gerade bei der Baro, der Berg da. Landgut. Hallo? Wo bist du denn schon auf dem Landgut? Das lag auf dem Weg, wo ich zur Baroness wollte. Der Keller? Ja, du kennst nicht meinen Weg. Ollis Navi. Auf den Feldern kurz vor Hollowoods, so etwa Mittag. Was, Mittag? Mittag? Meinst du wahrscheinlich? Klingt nach Essen. Ja, aber ich lasse erstmal den Keller weg, ich komme erstmal zu dir dahin. Du hast aber was gefunden schon, ne? Hallo. Hallo. Gut. Felder. Ich kann schon nicht mal mehr schreiben. Und ich kann nicht mehr spielen. So, kommt jetzt einer mal hier hin oder soll ich mich hier wegbewegen? Ich weiß nicht, wo du bist, weil ich gerade AFK war. Richtung Baro-Strecke. Da ist Olli. Olli, komm mal hoch. Rechts, 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 rechts. Andere rechts, rechts, rechts. Ach, da oben bist du. Vorsicht, da ist irgendwas vor dir. Ich töte es. Danke. Bitte. So, was? Ach so, Tanja. Na, da ist jemand müde. Nein. Finger im Po, Dixie Klo, la 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 la. Jetzt wäre eine Gruppe wieder schön. Ja, wo bist denn du? Oben beim Rennen bin ich jetzt gerade angekommen. Ja, dann komm mal Richtung Ausgang, wo der Hänger steht. Ja. Da halt mal raus. Du müsstest uns eigentlich schon fast sehen. Hier direkt vorm Hänger. Bei der Baro. Nicht bei der Baro, bei der Rennstrecke von der. Ja, zwischen Baroness und Rennstrecke Strecke ist der Anhänger. Die Baroness steht oben am großen Haus. Ihr Lieben, ich bin mal so 15 Minuten bis 20 Minuten AFK. Okay, bis nachher. Bis dann. Ja, keine Ahnung, ich stehe am Hänger. Ja, du bist so genau gegenüber von mir. Warum das ganz starke Hänger, oder? Nein, da ist sie eben nicht. Oder die alte Rennbahn. Na, da, wo du einmal im Kreis reitest. Wo es dann bei der Baroness abgeben ist. Dann sag doch einfach die alte Rennbahn, Mensch. Das ist sie doch, oder? Baroness Rennstrecken sind für mich die drei hier. So. Nee, die nicht. Das sind für mich die drei Rennen. Ja, das sind die Landgutrennen. Ja, trotzdem ist das andere die alte Rennbahn. Ah, ja. Ah, ich bin ja jetzt gleich da.
Und das ist dann die dritte, ne? Oder habt ihr jetzt noch irgendwas jetzt gefunden? Ich hab jetzt 4. War klar. Oh, warte mal. Silverglad für Pferde muss das dann die vierte sein, wenn du die gleich nimmst. Ja. Ich muss gucken. So, jetzt bin ich beim... Wieso ist denn der abgeprallt? Das gibt's doch gar nicht. So. Da läuft ein Traktormotor. Komm mal zu mir. Ah, wenn ich dich sehe, komme ich sofort. Ange. Ah, da. Ja, ich hab's gesehen. In dem Moment. Yep. Wir sind da durchgegangen. Wieso ist da nicht explodiert, Mann? Sag mal, bin ich hier im falschen Film oder was? Achso, ich bin hier. Nee, das weiß ich nicht. Ich bin ja live. Ah, ja. Oben auf der Berge, da steht eine Spinne. Jetzt müsstest du auch 4 haben. Ja, 4 von 10. Okay. Du, so, auf jetzt hatten wir hier in der Nähe Hollywood Felder, also irgendwo da vor dem Wald. Hollywood? Ja, der Berg. Valdaysee da oben auf dem Berg am Baum soll auch was sein. Und in der Nähe von der Apokalypse-Strecke ist auch was. Dalle, Dalle. See, was? Berg? Ja, irgendwie auf dem Berg am Baum. Berg, Baum. Ja. Das andere? Das andere in der Nähe von der Apokalypse-Strecke. Welches ist das denn? Apokalypse-Strecke. Das ist, glaube ich, die, wo das alles so Zombie, also nicht zombie-mäßig, aber wo es so rot, so komisch ist. Weißt du, was ich meine? Die andere Pole Dance. Frau Borse. Ja. Borse. Sophia and Leona-Kanal, hi. Wie geht's dir? Gamerlife 100 Lilo schreibt, bei den Weinfeldern oben unter einem Rohr, habt ihr die schon? Nee, ich hab irgendwo, Moment. Ich hab da was aufgeschrieben wegen den Trauben. So. Danke. Aber wenn wir schon mal hier sind, kann ich mal kurz einmal im Kreis rennen. Oh. Dann reite du im Kreis. Wir holen jetzt die Sterne. Sterne. Das Ding ist, Olli, wenn du jetzt deinem Kreis reitest, musst du hoch zur Baro, um die abzugeben. Ja, dann müssen wir doch jetzt eh hin, oder nicht? Nein, wir reiten Richtung Hollywood. Richtung Hollywood? Ja. Achso, ich dachte, wir machen jetzt... Achso, ja gut. Na, Hollywood ist doch auch gleich hier, oder nicht? Ja, da, nee, Hase, keine Ahnung. Ach, da, die Ecke. Ja, da, das grüne Zeug. Halt mal, ich hab das gehört. Auf jeden Fall im Keller haben wir nachher auch noch was, ne? Aber das ist wieder die andere Ecke. Das ist wie eine Wein. So. Boah, der bricht die Schokolade durch und ich dachte, hier sitzt da eine. Ich zuck hier auch schon zusammen. Gut, dir ja auch. Danke der Nachfrage. So, komme ich jetzt hier. Weinpferd macht. Ja, hier ist aber nichts. Zumindest nicht an diesen beiden Steinen. Kann euch hinbringen, bin Sarah Dragontime. Wo kannst du uns hinbringen? Achso, Weinfeldern, das war beim Rohr, das haben wir ja vorhin schon gelesen. Aber irgendwie sind sie jetzt gerade bei in Hollywood. Ja, hier, glaube ich. Hier geht zumindest die Hand. Ja, hier in dem Gebüsch. In dem Büsch. Es rappelt im Gebüsch. Büsch. So, jetzt müssen wir noch auf Olli warten. Ja, ich bin schon fast da. Ja. Also ich bin hier. Navi. Pass auf, der ist fast da, der hängt jetzt irgendwo Südhof. Was soll das denn jetzt heißen? Hallo, ich bin hier beim Hasenrennen. Ja, dann komm mal Richtung uns. Deine Angaben sind ja genauso gut wie meine. Komm mal da weg. Ich komm einfach mal Richtung euch, okay? Ja. Geh mal Richtung dahin. Bremst und trittst du drauf. Ich hab's, danke. So, das war Hollywood Felder. Aber wollen wir noch am Weingut gucken wegen dem? Ja, da haben wir ja einige Hinweise. Mhm. Wollen wir dann doch noch das Rennen mitnehmen? Aber du hast es wahrscheinlich schon, ne? Ja, wir können es gerne kurz noch machen. Also falls das einer noch nicht gemacht hat. Am Schloss wurde mir eine Tafel angezeigt, so eine Renntafel oder wie man die nennt.
Für ein Rennen. Olli meint die alte Rennbahn, wo wir uns eben getroffen haben. Ich reite da jetzt mal hin. Ja, ich guck zu, wie du es machst. Na, guck mal, die suchen hier. Wir haben schon gefunden. Ja, wir haben sie schon. Also wenn ihr zuguckt, ihr müsst einfach nur gerade aus dem Berg hoch. Da sitzt eine grüne Spinne im grünen Gras. Kann man gar nicht übersehen. Was? Der ganze Untergrund ist überwiegend grün, aber passt. Deswegen sage ich ja, grüne Spinne auf grünem Gras. Die mit der kanadischen Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Hintergrund. Richtig. Das war die Ostfriesenfahne, ja. So. Fang schon mal an. Euch viel Spaß. 3, 2, 1, ich bin dabei. 1. Und los geht's. Aha, Olli hat's also schon gemacht. Nein. Ich wollte. Aber ich habe bloß keine Lust, das Rennen zu machen. Olli hat schon gemacht, okay. Ich dachte, du wolltest dein Pferd leveln. Ja, ich hab's. Er hat's gemacht. Und so. Ja, was? Ich konnte mich jetzt 8 Minuten nicht beherrschen. Also 8 Minuten warten. Ach was, du kannst dich nicht 8 Minuten beherrschen? Mädel, ich bitte dich, ja? Ja, was denn? Beherrschung, ja? Ja. So, auf, nur auf. Ein kleines bisschen. Nein. So. Doch. Vielleicht, weiß mal, also unsere Zuschauer, weiß vielleicht jemand Ölfelder, ob hier was ist an Spinnen? Gute Frage. Spinnt's hier auch oder nicht? Ihr seid jetzt schon los, wa? Ja. Nö, wir sind gleich da. Ja. Ich schilder und warte auf euch. So, ich guck aber vorher mal hier vorne durch. Sowieso hier dran vorbeikommen. Also auf jeden Fall im Keller ist was, ne? Ah, oh, jetzt weiß ich auch wieder, welchen Keller du meinst. Ja, im roten Häuschen. Ja. Da kommen wir ja theoretisch auch dran vorbei. Wahrscheinlich seid ihr schon dran vorbei. Nö, ich gehe direkt rein. Ja, ich höre schon quietschen. Ich habe erst das Rennen abgegeben. Ich quietsche jetzt auch mal eben rein. Wo soll die denn hier sein? Genau, zeig mal Olli. Ja, ich weiß es selbst noch nicht, ne? Oh. Ich weiß auch mal nur das, was im Chat steht. Ich hab's. Er ist nicht mehr. Ja. Wo bist du denn? Hier. Ich hab drauf gewartet, dass die Frage kommt. Sarah ist auch hier. Ja. Ich hab hier gerade eben noch jemand durch die Wand rennen sehen. Wo seid ihr, verdammte Axt? Ach, da ist er. Mir mal entgegen. Bin jetzt im. Da! Ja, durch, rechts. Und links. Und links. Ach, hier im Spinnennetz. Ja. So, das war Landgut Keller. So, dann gebe ich mal kurz bei der Baroness das ab. Ich auch. Oh nein, du sollst jetzt nicht dein Pferd schmusen. Du sollst aufsteigen, Nudel. Das ist aber wichtig. Ja. So, dann wäre ja das nächste unter so einem Dings, ne? In so einem Rohr. Unter, ja, richtig, ne? Genau. Ja, da gibt's ja viele von. Ja, aber Sarah hat es schon. Ah, dann weiß Sarah ja. Ja, richtig. Genau, lauf mal vor, Sarah. So, Sarah. Ein Part. Nee, Sarah reitet nicht vor. Sie sagt, ich such doch selber. Ja, sie hat ja vorhin sogar gefragt, ob sie es uns zeigen soll. Ja. Halte dir.
Ah. Ja, danke dir, Sarah. Tapsi. Ich sehe Sarah noch nicht mal. Ja, macht ja nichts. Reicht, wenn du mich siehst. Ich sehe dich noch nicht mal. Ach, hier ist die. Okay. So. Was haben wir denn noch? Restaurant Blumentopf, also das war Fear Grove. Melodieberg Apfelheim. Ich hab das noch nicht gefunden. Heißt es da hinten? Olli, siehst du nicht den grünen Punkt? Nein, ich sehe keine grünen Punkte. Unter dem Rohr. Ja, hier sind so viele Rohre. Die Olli mal suchen. Ja. Der kommt doch von der anderen Seite, ich sehe es doch. Ja, Ollis Navi ist, da oben ist er, ne? Du das? Ja. Komm runter. Wow. Nein, nicht da hoch. Rechts rum. Also, hier hin. Da, da war ich da schon. Nein, warst du nicht. Danke. So. Fiona, hi. Du noch wach um diese Uhrzeit? Obwohl, ist ja noch nicht mal 22 Uhr. So, was haben wir noch? Wir sind ja hier Landgut, ne? Was ist hier? Abgehauen, Golden. Oh, ich habe den Chat geschlossen von Facebook. Hier war böser, Olli. Ich hoffe, es hat niemand geschrieben. Landgut Rennen 2. Irgendwas mit Berg und Wasser, ja, da war was. Landgut zu. Ach so, Rennen, ja? Ja, ja, das Rennen. Wo man. Oh Gott. Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir Richtung. Wir können das Rennen nehmen. Ich hab's nur gar nicht gemacht. Nein, ich weiß, wo ungefähr. Ich muss aber jetzt einen anderen Weg rennen, sonst finde ich das nicht. Wir tun mal so, als wenn wir Richtung Reithalle latschen. Latschen! Ohne Kiefer. Latsch, 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 latsch. Aber ohne Kiefer. Hä? Echt? Ja, ohne Kiefern. Ah, ja. Uhlala. Wo bist du gerade? Wir sind gerade beim Landgut, also da in der Nähe. Und reiten jetzt, so wie es aussieht, gerade Richtung Reithalle. Da war doch irgendwo Wasser. Beziehungsweise wir reiten gerade dran vorbei. Jo, jo, jo. Hier ist Wasser. Ah! Was? Ich hab noch nichts, aber ich höre was. Pass auf, vielleicht ist das Ding auf der anderen Seite. Er reitet einem Schimmel ganz selbstsicher lang. Reite mal ganz selbstsicher hinterher. Da! Any Grass ja. Irgendwas, da ist er. Andere Seite. Ja, sie ist hier ganz selbstsicher drauf zugeritten. Boah! Sie macht bestimmt gerade ein Video. Ja, das kann auch sein. Also, wenn du das dann machst, dann zeige Tschüss und danke dir. Ah, ja. Genau. Ich glaube, hier tun sonst freiwillig keiner rum. Möchchen. Man hat da auch eine Quest gemacht. Ja gut, wir haben es jetzt tatsächlich. Baustelle? Kann ich holen? Ja, ich weiß nicht, dass in der Nähe mal ein Stern ist. Das hat aber geklappt heute. Hell und hell. Weil gesagt, heute nicht über 103. Hallo Perle. Hi Perle. Hallo Perle. Hallo. Was ist los? Ja. Lange Weile. So.
So, was haben wir sonst noch? Golden Hills, aber das ist auch nur eine, die uns bekannt. Fear Grove, haben wir auch ein paar Sachen. Was hat denn der Urologe gesagt? Ohrenarzt. Urologe. Der Urologe. Urologe. Auf jeden Fall schon haben. Und er hat mir... So, wohin jetzt? Vom Trommelfell in den Tropfen abgesaugt. Ja, reicht was im Kreis? Weiß ich nicht, ich guck grad. Also zwei Sterne fehlen uns noch hier bei den Silvermädchen. Hast du den Stäbchen ins Ohr? Die Baustelle hast Nord. Du dir nicht mal auch das andere mit angucken lassen? Nicht, dass da auch noch ein Proben drin hängt. Ist das ja echt oben, wo der, Ach, sag schnell. Oben, wo... Das der Ballon ist. Sie dann nicht mehr, Ah, was laber ich für einen Scheiß mir hier zusammen? Willst du hier gerade hoch? Nein. Ich bin hier weg. Hat er gefragt, ob ich Hunde habe. Gibt's da nicht bessere Wege als diesen? Oh, okay. Ja, zeig ihn mir, Olli, zeig ihn mir. Also, wie war hier? Nein, ja, genau. Da kommen wir nicht rum. Dann gehst du zum Chirologen. Kieferologen. Kieferologen. Ich erstmal. Ja, ich bin oben. Oh, ich nicht. Ich glaube, das wäre erstmal in meiner Danke. Eins geht noch. Auf geht's. Reite, was reitet einfach zur Baustelle bis zur Höhle hin? Nicht bei Mario unter Seilbahn. Genau, Seilbahn. Da, Ballon. ja, richtig. Reitest du denn lang? Frag ich mich auch gerade. Warten, wer alles. Wer denn? Ich delegiere es auf jemand anderen. Der erste ist. Aber es steht nicht bei Mario, ne? Nein, die GTI, ne? Nein. Genau, die Baustelle davor. Vor der Seilbahn quasi. Nicht links Richtung Seilbahn, sondern rechts hoch. Richtig. Ach so, also GED hoch in dem Fall. Quasi da, wo die alte Rennbahn ist. Ich reite da lang, ja. Geht schneller. Ja, und ich habe mich schon wieder verritten mit Fritten. Jetzt so bei der Baro entlang. Es wird wirklich langsam dunkel hier im Spiel. Ja. Du machst überhaupt nichts. Übrigens, es ist nach 22 Uhr, ist das nicht kommt lustig? Doch eh nicht. Was ist nach 22 Uhr? Ich sagte, jetzt haben wir es 22 Uhr, jetzt können wir ja auch mal wieder lustig. Hey, Mäuschen. Ja, aber du musst schon was bedenken, was? Dass die Streams von der SSU ist, hauptsächlich. Ja, ich weiß wahrscheinlich so, ne? Nein, alles gut. Ich habe ja nur von lustig geredet, alles ja, gut. Lustig sind wir ja immer. Ja. Manchmal. Nee, wir nehmen manchmal immer, Fasten, meistens, wenn es gerade passt. Rechnen machen, wir werden die 200 Euro nicht überschreiten. Und so. Ja. Motor rein und Motor kotzen. Ich sehe Bagger, Loch. So. Eins geht noch. Rotzkopf. Currywurst. Hörst du jetzt wieder gut, wa? Blöde Kuh, hast du das jetzt gehört? Die Motoren sind lauter als alles andere. Da sitzt sie. Ganz links. Mhm. Ach ja, eins. Was haben wir hier? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bis hinten hindurch reiten, Olli, ne? Yeah. Hallo. 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 Hi. Hi, Baby. Danke. Wo soll die sein? Ach da. So, dann haben wir die auch. Ja, das Kreuz wird aber schwerfälliger mit seiner Rüstung. So, Moment, ich streiche durch. Baustelle Nord. Ja, ja du. So, was haben wir noch? Nein, ich habe mir bloß richtig vorgestellt, dass die Streitachse größer ist als du. Das ist Fierro. Schöner Mittelfinger.
Beowulf. Ja. Beowulf. Also ich habe hier irgendwie Mittelfinger-Hinweise für Beowulf. Uns fehlt hier aber noch eine Spinne. Weiß noch jemand von den Zuhörern und Zuschauern, wo die sein könnte? Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Stimmt, Zilberglättfälle, eine. Clint Eastwood spielt auch mit, na, das ist ja ein Ding. Wer hier weiß, wo ist die Nummer 8? Die Nummer 8. Weil ich verliere langsam den Überblick hier bei meinem Geschreize. Es ist so, Jonas, du bist wieder da, musst du nicht langsamer schlafen. Ach, mein Ding ist wieder einmalig. Reite zum Strand, ganz auf die andere Seite. Strand hinter der Reitarena oder wo? I wait of the next information. I wait, How we find dorthin. Den Weg zwischen Schloss und Landgut, den breiten. Und rechts im Wasser. Da. Da reitet sie los. Ohne drüber nachzudenken, einfach mal weg ist sie. Ach, nein, da nicht und nachdenken. Schloss und Wasser, ja, da gibt doch nur einen Weg darunter. Also ist doch noch ein weiteres Viech am Schloss. Nicht nur der an der Säule. Nein, nicht am Schloss, hinterm Schloss. Also weit dahinter. Da führt doch noch dieser Weg runter ans Wasser. Ja, richtig. Richtig. Und es kommt eine Loot. Wir reiten jetzt irgendwie einen Bogen, aber ist ja egal. Da war doch damals dieser durchgeknallte Typ, der Night Dust entführt hat. Ja, mit dem komischen Glubschauge, wa? Irgendwie sowas. Ich bin wieder durch den Felsen, die scheiße ich gleich an. Irgendwo geht's runter Richtung Wasser. Nee. Andere Seite. Was war das? Nix. ich bin mal richtig spät schlafen gegangen und bin morgens besser aufgewacht als sonst, wenn ich normal schlafe. Ja, okay, aber das glaube ich trotzdem nicht so wirklich so das Optimale, ne? Weiß nicht, wo es jetzt zum Wasser geht. Wir sind jetzt wieder oberhalb der GTD. Ja. Ach nee, jetzt ruft der noch an. Halt, ich kann so. Warten. Ich bin es langsam leid, hier ist mein Stream ans Telefon zu rennen. Nein, den anderen Weg rechts kommt hier gerade. Ja. Ja. So einen blöden Weg. Das sind so Wege, die reitet man einmal und nie wieder. Hier runter, das ist der Weg. Ich jetzt in diese Zeit möchte. So, wir werden es finden. Und essen, du in den Kühlschrank. Ah, der Birkenhügel. Ah. Willst du von mir?
Die alte Silverglade Road. Ja, hier quietscht es. Ich klinge mich an. Da ist er. Na, da am Strand. Hier okay. Ist er. Halb im Wasser. Yay, 10 Stück. Ich habe dir einen gesammelt, aber es wird gar nicht angezeigt. Jetzt ist es. So. Wer wollte sich gerade verabscheuen? Andi, ich verabscheue mich gleich, meine Lieben, weil... Ja? Weil die Schläfrigkeit macht sich langsam bemerkbar bei mir. Okay. Gut, Andi, mal hier drauf drücken. Moment, ich bin noch nicht so weit. Aber ich schneller als du, okay. Hier würde ich nur loswerden, Andi. Ich merke das schon. Sag mal, was habe ich nur verbrochen, Anja, wa? Du hast nichts verbrochen. Da wollte ich eigentlich mal einen wunderschönen guten Nacht wünschen, jeden Einzelnen. Und dann werde ich so brachial, buschikos, mental überfahren. Aha. Ich wollte nur dir schnell gute Nacht wünschen, bevor mein Ping wieder so mies ist, dass ich das noch nicht mal mehr mitkriege. Apropos Ping. Gute Nacht. Gute Nacht. Träumen wir schönes. Ja, klar doch. Aber ich überlege gerade, was könnte ich denn in der Nacht träumen? Letzte Nacht habe ich geträumt, wie ich Panzer fahre. Könnte ich heute mal träumen, wie ich wieder mal ein Flugzeug fliege? Ja, dann mach. Das wäre natürlich Olli, ein Traum. Wie ich Bahn fahre, das sehe ich doch nicht. Das ist doch ein Traum, wie ich Bahn fahre. User was moved out of your channel. Oha. Oha. Der übertreibt's wieder. Arme Andi. Ich hab gefragt, Olli hat gesagt, ich darf machen, was ich möchte. Der legt es doch drauf an. Ach, das war nur Move, ich dachte, es ist ein Kicken oder so. Nein, ich hab nur ausgemoved. Kicken wäre ja noch schlimmer. Eben. Toll, ich komm hier nicht aus dem Wasser raus. Gut, dann sauf ich mal eine Runde ab. Und trink mal einen Schluck. Vielleicht geht's ja wieder. Ja, siehste. Ja. Wunderbar. So, und Wasser jetzt? Kann helfen. So, was machen wir jetzt? Fear Grove haben wir einige Hinweise, die man abarbeiten kann. Also seid ihr jetzt eigentlich schon am Stream? Oh, schon lange. Bisschen über 2 Stunden. Oha. Oder der erste SSO-Stream war 1,5 Stunden. Lalalala. Oder wir machen am Wochenende nochmal irgendwie, Sonntag oder so. Oder wir machen am Wochenende weiter mit den Fortsetzung Part 3 mit den Spinnen. Ich bin am Samstag arbeiten. Ja, Sonntag hatten wir sonst noch immer, ne? Ja. Dann ist morgen mal SSO-Ruhe, Freitag und Samstag. Und dann kommt Sonntag nochmal Spinnen suchen Part 3. Ja, zum Bleistift. Ja, Du hast ja den Infozettel? Ja, dann könnte man ja... Weiß ich nicht, Olli, kann man auf deine Facebook-Seite da, auf die Klarsichtfolien-Seite Kommentare ablassen? Ja. Dann würde ich doch vorschlagen, sollen die Zuschauer doch mal bei Facebook gucken, einfach mal reinschreiben, wo noch Spinnen zu suchen sind. Ist das eine Idee? Wäre was, ich glaube, Lena macht uns dann wieder eine komplette Liste fertig. Kann ich gerne machen. Aber bitte ohne Pferdenamen, danke. Oder Spinnennamen. Ihr checkt es gerade gar nicht, was ich so nebenbei mache. Ich mache hier schon schöne Fotos von uns. Ah, schön. Und ich stehe so weit weg. Nee, passt ganz gut. Wir haben alle so einen Abstand. Das sieht ganz gut aus. Mal eine andere Art von Bild. So, fertig. Ja, mit dem hässlichen Zaumzeug. So. Oh, bis ich vorhin noch schminken. Ich habe Urlaub 2 Wochen. Ach, hast du es gut. Ich hatte jetzt eine Woche. Die Woche ist jetzt vorbei. Nächste Woche Urlaub. Ne, ab Mittwoch habe ich Urlaub. Und am Schluss. Aber dann, wenn ich jetzt ehrlich bin, haben wir aber schon sehr viel geschafft, ne? Wir haben alle 5 in Fort Pinter, alle 5 in Moreland, alle 10 in Silverglade. Das heißt, wir haben 3 komplett fertig gemacht. 20? Ja. Wir haben 20 Spinnen. 20 Spinnen, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch, falls wir Lust und Laune haben, zum Abschluss nochmal zum Professor abgeben und da die zweimal Dinger da abgeben, abgeben. Wäre eine Idee. Ja.
So als gutes letztes Dings, ne? Mhm. Reiten wir dahin? Ja, ne? Wenn Olli schweigt, fährt er. Nein, ich reite mit euch dahin. Ja, so lange bis er. Aber ich reite euch hinterher, ja? Sieht man. Weil, ja, Stamm, Sound, hätte ich. Weil ich will nicht jetzt vorne reiten, vorweg reiten, weil ich verreite mich. Ja, komm mal in den Dundul raus. Aber ihr reitet ein bisschen falsch, dann müssen wir nicht Richtung... Richtung Brücke. Ja doch, da ist er ja. Hast du nicht gerade eben noch gesagt, du verreitest dich? Nein, ich verreite mich nicht. Er reitet so lange, bis ich er... Ich wollte bloß passend, aufpassen, dass Ulu... Ulu. Dass Uli, ja, der richtige... ich sage nochmal gute Nacht, Lena, und vielen, vielen Dank, ja. Für gute die große Nacht. Hilfe, weil ohne gute dich hätten wir, glaube ich, nicht so viel geschafft. Wie Otti zustande kommt, weißt du, Anja, ne? Otti fanden? Nein. Das war ein schneller Reden wie Denken. Eine Mischung aus Olli und Netti. Ja, ich wollte eigentlich sagen, irgendwas wollte ich morgens, ich hatte so ein Mettbrötchen in der Hand und wollte irgendwas sagen gegen Olli und Netti und irgendwie kam Otti bei rum. Lena macht übrigens morgen mit den Spinnen weiter, das heißt, sie hat wahrscheinlich schon bis Sonntag, wenn wir wieder mit SSU live sind, eine fette Liste für uns. Olli, und wie war die Abkürzung nochmal von Steffen und dir? Das war ja Stolli, ne? Stolli, war genau. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie an Christstollen denken. Ja. Hat was. Und was wetten wir, dass Lena am Sonntag, wenn sie zufällig im TS sein sollte, in YouTube sein sollte, oder Facebook oder was ich wo, dass sie dann schreibt, sie hat alle. Auch garantiert. Wenn sie etwas suchte, dann ausführlich. Ja. Lena, hast du die eigentlich alle... Oh, hier ist schon wieder Spirit. Hast du eigentlich alle selbst gefunden oder hast du auch mit Hilfe von YouTube-Videos und so weiter welche? Ich weiß nicht warum, mein Pferd ist total am Arsch. Ne? Ja, mich wundert's. Meins ist kurz vor Level 8. Und du ziehst weg, ne? Ich glaube. Ich zieh weg, ja. Ich glaube, meine komplette Rüstung ist im Eimer. Ich muss noch gucken, was ich überhaupt drauf habe. Normalerweise ist Tanja immer diejenige, die mich überholt. Ich mache extra langsam, weil ich gerade nicht. Ich mag den Spiegelsumpf so unheimlich gerne. Außerdem möchte ich sicherstellen, dass Olli noch hinterherkommt. Denk dran, wir müssen ins. Ach, Sarah reitet vor. Okay. Olli, hast du uns noch im Blick? Natürlich. Gut. Gott, hört sich das so ekelhaft an. Ach, Pferd, hebt doch die Hufe. Denke ich bei meinem auch. Ah, das hatten wir auch heute Morgen erst das Theater. Aber da steht ihr doch nicht mehr, Sarah. Wir müssen ins Dorf rein. Ich blöde Kuh. Ich blöde Kuh. Andersrum, andersrum, andersrum. Pferd marsch. Aber ich reite doch auf das Ausrufezeichen zu. Ja, ich hab's aber eben nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, ihr seid mir jetzt alle hinterher. Aber okay. Doch richtig hier lang, ja? Ja, ja. Müssen wir wirklich zu Hayden? Ja. Da. Lala, Doktor. Ach so. Professor Hayden, hier ist er. Stand doch sonst woanders, ja. Und stimmt. Das nochmal abraffe. Dann. Und nochmal 10 Spinnen gefunden. Gamaschen! 20 Spinnen gefunden. Können wir direkt auch abgeben.
Ja. Was habt ihr Schönes bekommen? Gamaschen, eine Trense und... Genau, Spinnengamaschen, ne, und... Spinnenzaumzeug. Das hat sogar Stats, das zieh ich direkt an, so. Ich habe nur zwei Sachen bekommen, aber wir haben dreimal voll abgegeben, nee, oder zweimal, wie läuft das? Zweimal haben wir abgegeben voll, ne? Ja. Wir haben zwei Fünfer, also vor Pinter und Morland waren fünf. Und 10 Silbergeld, insgesamt 20 und zweimal konnten wir abgeben. Ach so, das geht nach Spinnenanzahl, nicht nach geschafften Orten. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Das okay, ist, okay, okay. Also okay. Zweimal 10. Mhm. Als nächstes heißt es dann, Moment, 40 Spinnen gefunden. Also wir müssen nochmal 20 finden. Hey, die haben ja Werte, die Sachen. Ja, ich habe ja meins direkt angezogen. Hat bei euch beides Werte? Nee, Gamaschen hat keine Werte, nee, aber generell nicht. Hey, cool. Ich zieh das einfach mal an, wa? Du kannst diese Ausrüstung nicht ändern. Ich will sie nicht ändern, ich will sie anziehen. Bin ich jetzt gerade dumm? Wo zieh ich denn die Gamaschen an? Anne Bäne. Ich glaube, bei dem geht das nicht, ne? Das ist ein Urpferd. Ja, deswegen geht's nicht. Das mag sein. Aber ich habe jetzt zumindest das Homzeug jetzt dran. Ja, dann würde ich sagen, abholen lassen. Richtig. Und Feuerarm für Foto today. Wurde schon gemacht. Ich lass mich abholen. Ja, ich bin schon im Morland. Ja, ja, nee, und? Nee. So. Gut, dann würde ich noch mal sagen, dann war es das heute mit SSO. Nächstes Mal dann am Sonntag und am Morgen schon wieder Freitag, ne? Jo! Ja. Wie ich mich drauf freue. Wieso? Wohnungsbesichtigung. Ich drücke dir die Daumen. Auf jeden Fall. Danke. Wann denn morgen? Wollte ich auch gerade fragen, wie viel Uhr denn? 17 Uhr. 17, okay. Dann komm mal hin. Telefoniere ich mit meiner Kleinen. Die ganz Kleine? Yep. Ja, gut, dann danke fürs Zuschauen, danke für die Abonnenten, die heute dazu gekommen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren, aber von heute Morgen sind es sogar noch einige dazu gekommen. Ja. Ja, euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise gute Nacht und ja, ich gehe davon aus, bis morgen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.